Jetzt wird ein Fass geleert, denn das ist nie verkehrt. Und lieber 5 vor 12 als keins nach 1. Und später irgendwann hab ich die Lampe an und eine schöne Frau, die bringt mich heim. Mich verspätet, Herr Gutwein, ich habe mich verspätet, an mir liegt's nicht, ich bin unschuldig, das bin ich übrigens auf jedem Gebiet. Sie können sich in der Garderobe hinterher davon überzeugen, Sie kleine Testosteronschleuder. Ich habe Mädels, das ist so ein Sahneschnittchen. Ich bin scharf auf den. Ich mag Männer mit Schnauzbart. Die sind so praktisch veranlagt. Die können aber mit dem Küsser gleich nur die Zähne putzen. Das hat Vorteil. Ich habe Scheufele Elfried, ich bin ein bisschen im Stress, Sie kennen mich, ich war kürzlich beim Wachturm auf dem Titelblatt. Ich hab so viel Stress, ich hab mich verspätet. Es kam was dazwischen, ich komme gerade von einer großen Kreuzfahrt zurück. Ja, Kreuz Stuttgart, Kreuz Leonberg. Es war eine Katastrophe. Es lief nichts. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Jawohl, Stau hat's gegeben. Stau. Ich bin kein Meter weitergekommen und ich hab gedacht, Elfried, du musst noch Donzdorf auf die Fernseher fasten. Du hast Disziplin im Ranzen. Wie kommst du jetzt am Stau vorbei? Hab ich gedacht, nutzerst der Seitensträufer, wozu gibt's den? Und dann bin ich im Seitensträufer am Stau vorbei, hab der Bevölkerung gewinkt, wie man es mir früher beigebracht hat, im Institut für höhere Töchter. Und dann, oh, mein Deodorant macht vor mir Feierabend. Jesus Gott. Und ich bin dann so am Stau vorbeigefahren. Dann folgt mir so ein gesträufeltes Auto. Und da steigen dann so zwei Marsmännler aus und gucken mich an und sagen so, Sie haben der Seitenstreife benutzt. Ich hab gesagt, es stimmt, Sie sind aufmerksam. Das ist aber verboten. Ich hab gesagt, ich muss nach Donzdorf. Not kennt kein Gebot. Und dann sagt er zu mir, und Sie sind viel zu schnell gefahren. Haben Sie das nicht gemerkt? Habe gesagt, junger Vater, als ob ich beim Telefonieren bei der Geschwindigkeit noch auf dem Tacho gucken könnte. Ja, wie blöd sind wir denn? Das geht doch so nicht. Und dann hat er keinen Spaß verstanden. Dann guckt das Viech mich an und sagt, so, und jetzt Lappe weg, das kann ich bei der Kehrwoche schon nicht brauchen. Der wollte meinen Führerschein, wo ich den Voice God oft genug gemacht habe. Und ich hab gesagt, Gnade, ich brauche den Führerschein. Er hat gesagt, der Babadeckel bleibt da, der Führerschein bleibt da, das Auto bleibt auch da. Gucken Sie, wie Sie weiterkommen. Jetzt ist mein Auto da auf der Straße und wartet auf mich, mein kleiner Opel Corsett. Und ich wusste, Und es war's für mich dann so. Und habe ich mir gedacht, Elfried, wie kommst du nach Donzdorf? Habe ich gedacht, Elfried, immer wenn ich Elfried denke, weiß ich, es geht um mich. Das muss ich Ihnen heute kurz erzählen. Manchmal habe ich so einen im Tee, da weiß ich nicht, wie ich weiß. Dann habe ich eine kleine Eselsbrücke. Dann sage ich mir immer so, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Elfried. Elfried, dann weiß ich es wieder. Und dann habe ich gedacht, Elfried, weißt du was? Du trampst. Dann habe ich meinen Fuß an den Strauß gestellt. Ja, dann gab es einen Auffahrunfall, weil einer dachte, da geht's zur Autobahn raus. Ich konnte darüber nicht lachen. Ich habe mich dann 50 Meter weiter nochmal hingestellt, habe nochmal meinen Fuß rausgestellt und habe so gewartet. Und 3 Minuten später hat mich einer mitgenommen. In seinem Smart.
Ich muss schon arg die Luft anhalten, dass rechts und links nicht die Seitentüre rausplatzen. Und dann saß ich da an diesem Smart drin so. Und hab mir das Auto ein bisschen angeguckt. Jetzt waren überhalb von mir waren so zwei kleine Löchle im Dach. Und ich frag den Typ, ja, was sind denn da für zwei kleine Löchle im Dach? Sagt er, machen Sie sich nichts raus, meine Freundin Dreckstöckel. Ich hab das nicht verstanden. Ja, was heißt das? Ich verstehe das nicht. Trägt die Dinger an die Ohren oder schlägt die damit Kastagnette? Ich hab's nicht verstanden. Und dann guckt er mich an und sagt so, also wie Sie da so am Straßenrand standen sind, Sie haben mir schon arg leid, du. Da hab ich gedacht, das Mädchen nimmst du mit, aber es war eine Ausnahme. Normalerweise nehme ich keine Schwangere mit nach Donsdorf. Ich hab gesagt, ich bin nicht schwanger. Hat er gesagt, wir sind da noch nicht in Donsdorf. Und dann hab ich, yes. Nein, es war schlimm. Ich war das. Und wegen dem. Wegen dem Kerle habe ich heute Morgen dann die Singstunde verpasst. Ich singe ja bei den Fischerchöre mit, das wissen Sie vielleicht. Ja, ich kenne den Gotthilf ganz gut, bei dem singe ich persönlich. Gotthilf Fischer, ich kenne den aus der Zeit, da hat er sich noch Helene genannt. Und ich hab da. Aber seit er die Tropfen richtig dosiert hat, geht's wieder. Jetzt habe ich aber, weil es von der Zeit her noch ein bisschen was für mich übrig war, habe ich eine Unterabteilung von den Fischerchöre gegründet, die Scheufele-Singers. Und mit denen bin ich total unterwegs. Wir sind unterwegs mit der Herbstzeit los in der Volksmusik. Auf jeder Schlagerrevue, wir singen überall Stadthallen, Gemeindehallen, Aussegnungshalle. Wir kennen da überhaupt nichts. Und wissen Sie, wer letztens Stargast bei uns war? Hansi Hinterseer! Yeah! Oh mein Gott! Der trägt gerade die alte Perücke von Carmen Nebel auf. Ich war begeistert. Mensch, Hansi Hinterseer, das ist auch so ein Sahneteilchen. Mädels, der hat ein Organ. Ach, und Singer K.A.U. Ich hab gedacht, den machst du dir gefügig. Für den legst du dich ins Zeug, für den tanzt du den Tanz der sieben Schleier. In einem hauchdünnen Nichts aus schwarzem Chiffon. Das habe ich kürzlich bei Heidi Klum gesehen. Hat gut ausgesehen, das wirkt dann bei mir auch. Jetzt hab ich mir diesen Fetzer kaufen wollen. Jetzt war der so teuer. Ich habe gar nicht genug im Schwarzgeldkessel gehabt. Ich muss auf die Bank gehen. Und da ging alles schief. Ich war da so ein Geldautomat, hab die EC-Karte eingesteckt, hab die Geheimzahl eingetippt, sagt der Apparat, Geheimzahl eingeben. Ich dachte, Mensch, hab ich doch schon gemacht, war ich wieder schneller als der. Hab ich das alles nochmal eingetippt, dann sagt der Apparat, bitte Geheimzahl eingeben. Ich hab gedacht, was soll ich denn noch machen? Mein Name tanzen. Und dann hab ich nochmal die Geheimzahl eingeben, dann macht der Apparat. Dann hat er mal Karte geschluckt. Ich hab offensichtlich die Geheimzahl falsch eingeben. Ich wusste nur, es waren 4-5, aber ich wusste nicht, in welcher Reihenfolge. Ich hab dann gedacht, Elfried, jetzt wird's peinlich. Du wirst ein bisschen porös im Hirn. Du wirst alt. Jetzt musst du bald aufpassen, dass du morgens beim Aufwachen keinen Zettel am großen Zeh hast. Du musst dich. Ja, ich hab gedacht, stell dich der Tatsache. Jetzt geh ich auf die Bank und beantragst du eine EC-Karte für Senioren. Da ist der PIN einstellig. Und man hat 10 Versuche. Und jetzt war ich so in der Bank. Und hab gewartet, bis ich dran war, hab mich so in der Schlange aufgestellt. Dann war vom Schalterraum von der kommt ohne rein, zieht die Schimmels noch runter, geht nach vorne und sagt so, Hände hoch, Überfall! Ich bin total verschrocken. Ich hab den falsch verstanden. Ich hab gedacht, der sagt Hemd hoch. Ich hab's aus dem Reflex rausgemacht. Das gab dem Wort Gammelfleisch eine neue Definition. Als ob er der nicht. Es ist wahr. Wo der mich gesehen hat, der ist vor Schreck spontan ins Wachkoma gefallen.
Der Bankdirektor war so dankbar, dass ich durch meine körperliche Präsenz diesen Banküberfall verhindert habe. Vor lauter Dankbarkeit durfte ich in der Schlange 2 Plätze aufrücken. Ich hab das gemacht, ich bin nach vorne gelaufen und hab gesagt, Edge, ihr Schnepfe. Und dann habe ich mein Geld abgehoben, bin dann zum Kengelmann gefahren oder nebendran zum Aldi oder zum Lidl, man darf ja keine Werbung machen, und habe dann 5 Liter Eierlikör gekauft, damit ich gut in Stimmung komme, wenn wir demnächst wieder unterwegs sind mit den Schäufele-Singers, Herr Kapellmeister, ja! Ich geb's gern zu, mein Leben, das ist stressig. Nur selten lieg ich auf der faulen Haut. Mit Ruhe und Erholung ist meist Essig. Der Stress, der hat mir die Figur versaut. Am Sonntag lass ich's putzen sein, am Montag stell ich Singen ein. Am Dienstag ratsch ich gern im Nachbarhaus. Am Mittwoch plagt mich großer Frust, am Donnerstag hab ich keine Lust, am Freitag, da schrei ich ganz laut raus. Ach, ach, ach. Oh, wann ist endlich wieder Samstag? Da geh mit der Singstunde auf Tournee. Ja, das singe mir ganz laut und ohne Anlag. Die Leute, denen gefällt's, denn die sind schön. Da treff ich dann die große Welt und fress mich durch für fremdes Geld und geb den Promis Ratschläge kostenlos. Und dann am End vom Tag wird's schön, da klau ich mir was vom Buffet, wozu hab ich im Handtäschle mal Tupperdose. Oh, wann ist endlich wieder Samstag? Am Samstag fühl ich mich so wie der King. Mensch, mir fehlt jetzt nur ein Kerl für einen Antrag, für den ich leidenschaftlich dann die Kette schwing. Ja, ich wollte auch gar nicht lang stören. Ich wollte nur sagen, also falls jemand irgendwie heute Abend noch nach Wiesbaden rüber, ich würde mit Fahrgelegenheit suchen, falls da irgendwie sich was ergeben könnte, weil es ist so schwierig geworden und ich habe beschlossen, ich wandere jetzt aus. Ich kann das alles nicht mehr und doch. Das letzte Jahr, es war so schlimm, ich war sogar in psychologischer Behandlung und es war so eine Gesprächstherapie. Also da hocke 15 Bekloppte im Kreis und erzähle ich die Sache, die keiner hören will. Und die hören sich nicht zu gegenseitig. Ja, die babbeln vollkommen aneinander vorbei. Ja, der eine hat gesagt, ich werde jeden Tag gemobbt. Ja, der andere hat gesagt, yo, ich wäsche mich halt selber. Und da war so eine Frau dabei bei diesem Gesprächskreis und die hat erzählt, sie hätte so Eheprobleme. Und da hat dieser Psychologe hat zu ihr gesagt, wissen Sie was, gute Frau, schreiben Sie doch mal alles, was Sie an Ihrem Ehemann stört, in einem Brief auf und vergraben den dann im Garten. Ja. Nach. Das. War weg. Nach 2 Tagen hat er angerufen, hat gefragt, was soll ich denn jetzt mit dem Brief machen? Weißt du? Und der
Und der Bekloppteste von alle, der hat erzählt, er hätte erotische Begegnungen mit Gegenständen. Bei dem hatte das Wort Schienenersatzverkehr ganz andere Bedeutung. Und ich weiß auch gar nicht, also irgendwie Sex mit Gegenständen. Ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Dingsbums. Ich weiß es nicht. Es ist, aber mir haben sie. Mir haben sie dann auch was verordnet. Mir haben sie eine Delfintherapie verordnet. Also ich sollte, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich war ja mit dem Seepferdchen war ich schon überfordert. Weißt du, ja, ehrlich, mein Schwimmabzeichen ist Treibholz. Ja, und jetzt soll ich hier mit dem Flipper um die Wette schwimmen. Oder das ist ja, ja. Aber was willst du machen? Dann bin ich hier in meinem Überweisungszettelchen, bin ich hier bei der Fisch Jakob. Und was ich nicht wusste, der hat jetzt für Kassepatienten hat er gar keinen Delfin im Angebot. Hab schon so ein halbes Kabeljau genommen und jetzt gehe ich mit meinem Kabeljau gehe ich jetzt dreimal die Woche zum Delfinschwimmen in Mombach ins Hallebad. Das ist, und das ist nicht billig. Also ich muss ja für den Kabeljau muss ich mehr Kinderkärtchen kaufen. Und ich glaube mittlerweile, der verträgt auch das Chlorwasser nicht so wirklich gut. Das fängt so ein bisschen an zu rischen. Da hast du nicht nur Freunde im Hallebad. Das ist, aber ich habe was gelernt dabei. Also bei dem Ganzen mir ist es wenigstens klar geworden. Also es liegt nicht alles unbedingt nur an mir. Also schon an mir. Aber nicht nur, ich kann eigentlich nichts dafür, weil ich gehöre zu einer Gruppe in dieser Gesellschaft von Menschen, die immer benachteiligt werden und die es ganz, ganz schwer haben in dieser Welt. Ja, Männer. Gehen Sie mal in Mainz mal gucken. Es gibt ganz viele Männer, die ganz einsam, verlassen, alleine irgendwo in Fußgängerzone rumstehen. Ganz oft vor irgendwelche Klamottenläden. Und viele von denen haben noch so eine Damenhandtasche in der Hand. Und du weißt genau, die letzten Worte, die dieses arme Wesen bewusst wahrgenommen hat, waren, da halte mal. Das ist ungefähr 3 Tage her und seitdem steht er da und wird nicht mehr abgeholt. Und das funktioniert ja nur deswegen, weil der Mann ja gar nicht, wie ursprünglich mal angenommen, vom Affe abstammt oder vom Wolf oder irgendwas, sondern vom Hütehund. Der braucht immer was zum Aufpassen irgendwie. Also Aufpassen, Fresse und Fortpflanze. Wesentlich mehr hat er. Und liebe Frauen, da müssen wir ernsthaft drüber reden. Es ist nicht in Ordnung, ihr könnt eure Männer nicht einfach so alleine lassen. Die sind da aufgeschmissen. Die können ganz schwer damit umgehen. Also so Esse und Trinke kriege ich ja meistens noch geregelt, weil im Gegensatz zum Gehirn meldet sich der Magen ja, wenn er leer ist. Aber ansonsten ist es ganz schwer und es hat noch nie funktioniert. Schon bei Adam und Eva im Paradies hat es schon nicht funktioniert. Ja, die Eva war mal fatt zum Eukhafe irgendwie. Ich stelle mir es immer so vor, die Eva hat die den Kleiderschrank aufgemacht, hat neu geguckt und gesagt, oh, ich habe mir gar nichts mehr zum Ort ziehen. Ja. Was ja zu der Zeit wahrscheinlich sogar gestimmt hat. Und danach habe uns 40 Millionen Jahre Evolution nichts gebracht. Ja. Frauen machen den Kleiderschrank auf, gucken neu, oh, ich habe ja nichts mehr zum Erzählen. Das Ding ist knüppelvoll, das platzt aus allen Nähten, aber nein, oh, ich habe ja nichts. Und dann war die Eva, war fatt zum Eukhafe, ja, und der Adam, ganz alleine haben, was hat er gemacht? Er hat Apfel gefressen. Ja.
Und dann war das Geschrei wieder groß. Gell? Yo, hier, Adam, was machst du dann? Ja, du stellst dich ja an wie der erste Mensch. Und es ist... Ich meine, gut, ja, wir wissen ja, wie es läuft, oder? Da wird sich so kalt angelacht, ne? So gerne mal an Weihnachten oder Geburtstag oder auch hier in der Fasnacht irgendwie. Und am Anfang ist der lieb und brav und nett und alles prima und so halbwegs stubenrein. Aber wenn er dann irgendwann nach ein paar Wochen das erste Mal nachts um 3:30 mit 3 Promille mit auf der Wohnzimmer der Bespreche tut, dann fangen die Probleme ja langsam erst an. Ja. Dann merkt das Frausche, vielleicht war das Butzelbärsche doch nicht das hellste Birnchen im Lambelade gewesen. Ja. Und den dann einfach alleine lassen, das ist nicht in Ordnung. Da gibt es dann wieder so Resozialisierungsprogramme. Da werden die mit viel Alkohol und Mettbrötchen und so einem Kram, werden die versucht, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Und dann werden sie irgendwann im Gonsbachtal wieder ausgewildert. Und es ist, Also falls Sie interessiert, diese Resozialisierungsprogramme, hier in Mombach heißen die Elferrad. Und jetzt gucken Sie sich das Elend. Ah, wollen Sie das? Können Sie das verantworten? Ist das irgendwie... Also ich meine, die haben ja auch nichts zu tun da oben. Wissen Sie, da ist da irgendwie den Trinkfesteste, also der Ange, der nach 15 Schoppen noch einen geraden Satz rausbringt, den kannst du doch zum Sitzungspräsident machen. Und der Rest versucht verzweifelt 6,5 Stunden nicht vom Stühlchen zu fallen. Ja. Bei der Bohnenbandel 9 Stunden. Und die Kapazitäten sind ja begrenzt in so einem Elferrad. Ja, da ist ja irgendwann, ist ja dann, und dann haben die irgendwie, wenn sie dann nicht mehr in den Elferrad reinkommen, dann gehen sie auch gerne mal in die Politik. Oder beides. Und ja. Und dann hast du, ratzfatz, hast du so einen Sozialdemokrat im Elferrad hocken. Ja, es ist nicht alles schön in der Fasnacht. Das ist so. Und deshalb habe ich auch jetzt beschlossen, also ich will weg, also ich werde wirklich auswandern und wollte mich dann nochmal erkundigen mit dem Auswandern, wie das funktioniert. Wollte ich ins Rathaus eigentlich, aber das Rathaus ist zu in Mainz. Die habe irgendwie, ich weiß nicht, Schimmel oder Wasser oder irgendwas. Ich glaube, die habe im Weinkeller habe die Flasche Wasser gefunden und dann haben die das Ding das zugemacht. Und dann, ja. Hing auch so ein Schild am Eingang irgendwie, wegen Wasser geschlossen, Klammer auf, 6 Emdertropfen. Und dann habe ich halt gedacht, Fernsehen ist noch eine Möglichkeit und da kann man auch viel lernen. Es gibt 2 Voraussetzungen fürs Auswandern. Erstens, man darf nichts, aber auch gar nichts auf der hohen Kante haben. Und zweitens, man darf über gar keine Fremdsprachenkenntnisse verfügen. Und das kriege ich soweit hin. Und jetzt habe ich einen Vertrag mit RTL. Also wenn ich es schaffe, innerhalb der nächsten 2 Wochen noch mit mindestens 2 Promille auf allen 4 über die Theodor-Heuss-Brücke nach Wiesbaden zu krabbeln, dann könnte ich bei den Auswanderern mitmachen, wenn nicht... Müsste ich ins Dschungelcamp. Und mal ganz ehrlich, also Dschungelcamp, das ist noch ekliger als so ein Kabeljau im Hallebad, kann ich Ihnen sagen. Und deshalb, also von daher, also wenn heute Abend irgendwie jemand noch irgendwie rüber nach Wiesbaden, ich wäre wirklich interessiert, vielleicht können Sie sich kurz melden, ich würde dann mitfahren. Vielen herzlichen Dank.
bin neuer König von Schweden in Stockholm als edler Regent. Auch auf der Mainau kenne ich jeden, weiß auch wer mit wem dort pennt. Ich Karl Gustav, ich bin Karl Gustav, jung noch und engelsgleich. Ich Karl Gustav, ich bin Karl Gustav, bin der Herzkönig für euch. Bin der Herzkönig für euch. Euer Majestät, Post. Oh, ich glaube, mit Knotzen Elchenen. An Briefen, aber von welchenen? Oh, aus Düsseland. Kommt die Briefen Kuveren von der Bodensee, von den Mainau Herren. Mal sehen, was schreiben meine Cousinen, die Mainau Björn und die Bettinen. Oh, ich glaube, mich frisst im Wald einen Bären. Ich soll kommen ganz schnell zu den Mainauer Herren. In die Hausen von den Schmetterlingen, einen neuen Zuchten tat ihnen gelingen. Und ein Schmetterlingen, die soll ohne Lügen Getauften die Namen Karl Gustav kriegen. Den ersten Schmetterlingen der Welten, wo die Namen von der Karl Gustav erhalten. Und lassen die Glocken von den Kirchen läuten. Ich werde fast den Verrückten verfreuden. Ich bin in Tüskeland geboren worden, doch leb im Schwedenland, ich jetzt im Norden. Auch wenn es nimmer mag, Fisch gibt's fast jeden Tag und dazu. Einst bei Olympia zaudert ich wenig, und dann fing ich mir dort halt einen König. Aber jetzt ist es mir nicht ganz geheuer. Silvia, du Menschenskinder, ja, spinnst du denn in deinen Grinder? Denn Lucia-Fest ist doch vorbei, schon seit Dezember, heide neien. Jetzt wir tragen anderen Trachten, denn wir haben Fasnachten. Karl Gustäffle, ich sag das kurz, das ist mir grad egal und schnurz. Der Fetze da, der passt doch auch an der Fasnacht ganz genau. Na Silvia, das weißt du doch, du Rechnen, dass ich kein Deutsch kann sprechen. Tu das mal, was du Schwätzenen auf Schwedisch übersetzen. Also Gutenen, Karl Gustav, ich sag's Kürzenen, mir ist egal uns Nürzenen, an Fasnacht passt der Fetzenen doch auch. Du und ich blöd Schwätzenen. Ah, kapiert habe ich das jetzt, weil du Schwedisch schwätzen. Ja,
Aber Silvia, kannst du dich nicht bemühen, wie ein Königin anzuzieren? So. Jetzt sehe in diesem Mantel drinnen ich aus wie eine Königin. Ja, viel eher ohne Bluffen wie ein Mutter von die Puffen. Oh. Sau! War Sau? Sau, bitte Augen in Sau! Ja. Sau, Herr Definitiven, ich hab gekriegt einen Briefen aus Düsseldorf, dass wir Sottenen zu die Mainau Bernadottenen. Ja. Schon wieder, Mensch, mein Gottenen zu Selle Bernadottenen. Und Blumen bloß an Glotzenen, das finde ich so zum Kotzenen. Nein, nein, jetzt du mal höre und halt mal deine Schnöre. Wir gehen für allen Dingen, für einen Schmetterlingen, wo dort laut Protokoller Karl Gustav heißen soller. Wasser! Um den Verstand wird's mich fast bringen, Karl Gustav, einen Schmetterlingen. Ja los, den komm sofort da, den gehen wir gleich nach dort da. Jetzt wartet, halt mal. Ich grad denk, was bringen wir da für ein Geschenk? Ah, Silvia, tu doch mal einsehen, dass ich kein Deutsch verstehe. Also, wir müssen denken für einen Gastgesenken. Natürlich, den ist ganz exakt ein Geschenken, den ist Fakt. Just einen Augenblick, ich bin sofort zurück. Wapp. Was bringt man auf die Mainau mit? Ein Smörrebröt? Nee, das geht nicht. Was hat denn letztes Mal insofern Bettina mitgebracht und der Björn? Mensch, heute mal, mir fällt es nicht ein. Ah doch, ich weiß. Es war ein Weih. Apropos Knall. Ganz ohne Stuss. Seit selben Weih. Hat der Karl Gustav wegen einen Schuss? Der Wein, der war aus Konstanz jetzt. Was stand denn auf dem Etikett? Jetzt fällt's mir grad it ei im Köpfle. Wie hieß der Wein noch? Silvia! Silvia! Gib mir ein Bürgertreffen-Kältchen! Ich hab gesossen einen Elchen! Toll! Lol! Zum Wohl! Skoll! Alter Schwede! Was heißt denn jetzt das, du alle Fenske, auf Schwedisch? Gammel Svenske! Ein Elchen? Aha! Und wo sind die Gehörnen, wo Elchen haben vorne Dörnen? Die hat gestohlen mir ein Samen, die sind jetzt fort, eine Ewigkeit, Amen. Denn ist kein Elchen. Mich tut's grusen, denn ist den Bello von den Nachbarhusen. Mein Gott, denn ist egal, so tu ich denken, denn du den Björn nicht trotzdem senken. Karl Gustav Menz, den geht doch itenen. Ja, ich sag denn, wer ein Hund von Slittenen. Komm, lass uns nun mal Koffer packen. Und endlich vorne, Heiland Zacka! Die, wo
soll, wo steht schon vor die Türen, die du zum Flugplatz uns chauffieren? Da bist du im Hirnwinkel blöd, fliege Gott nicht weg der Greta. Schon wieder hast du Deutsch geschwätzen, tust mir auf Schwedisch übersetzen. Wir können nicht fliegen, weil Greta ein Vogel kriegen. Und dann lassen wir uns sputen, wir fahren mit den Hurtigruten. Zu viel schweren Ölen. Dann reiten auf Kamelen. Furzen zu viel Methanen. Wir fahren mit den eisernen Bananen. In Tüskeland mit den eisernen Bananen. Bis wir denn dort sind in Effekta, ist den Schmetterling verreckter. Ja, was sollen wir denn machen? Ich hab's, du wärst lachen. Wir fahren Mast und Soten mit einem Segelbooten. Genau. Und dann ist ganz entschiedenen die Greta auch zufrieden. Oh, Moment. Im Hosensack tut's brummen. Mein WhatsApp ist gekommen. Mhm. Das, von den Meiner, von den Fernen, von den Bettina und den Björnen. Ja? Komm, übersetz mir mal auf Schwedisch, ihr seht's auf Deutsch, was etwas blöd ist. Oh je. Oh, denn ist ja doofen. Ein riesengroßen Katastrophen. Oh je, vor lauter Schrecke, mein armes Herz mag knecken. Mach weiter, komm mal schnellen und du mir mehr erzählen. Bettina schreiben in WhatsApp, in die Schmetterlingshus ist diesen Depp von Björn herumgedappt wie blöd und jetzt ist den Karl Gustav död. Wasser! Mamma mia! Schmetterling, ruh in Frieden am See. Leider bist du am Boden, nur noch Püree. Es war nur ein sehr schöner Traum. Und ich stehe hier und ich fass es ja wirklich kaum. War das Ganze denn nur ein Traum? Unser Schmetterling ist nur noch Matsch. Oh, oh, Mamma Mia, noch ein letzter Gruß. Nein, nein, das ist das so gemein. Mamma Mia, du bist nur noch Mus. Bye, bye, das kann doch nicht wahr sein. Wenn du das hörst, so wie du liegst am Boden. Interessiert sie so zu meinem Dienst? Oh, da waren sie unten schon wieder Schlange ständen. Aber ich war mit meinem Mann noch einkaufen. Das ist eine Katastrophe. Gehst du auch nicht gerne einkaufen? Ja. Oh, warum? Das ist Adelaide. Das, wie sie da mal erlebt haben. Mit meinem Mann los einkaufen. Da steht er im Laden drin, hebt zwei weiße Hemden an sich, ne? Und braucht 40 Minuten, bis er sich entscheidet, welches Hemd er jetzt von denen zwei nimmt. Ohne Neinschlupfen. Nach 50 Minuten sind wir vielleicht einmal aus dem Laden draußen. Jetzt, wenn wir Frauen einkaufen gehen,
Oh, wir rennen auf etwas zu, schlupfen nein, wenn es passt, gehen wir in die Kasse, in 3 Minuten sind wir wieder draußen. Ja, natürlich. Ist so. Ja, wenn ich sage. Natürlich, wir Frauen sind entscheidungsfreudig. Das ist doch logisch. Jetzt, der Letzte hat er mich überrascht, da hat er gesagt, Herzli, ich würde mal gerne in den Schuhladen. Dann habe ich gesagt, mein Mann, in den Schuhladen, da springen von mir auch 5 Perlen raus. Seht mir nein, geht ihr zum Verkäufer, sagt sie, ich brauche Perlen Hausschuhe. Ich hätte gerne in Blau was, aber nicht direkt dunkelblau, auch nicht direkt hellblau. Mir wäre am liebsten so azurblau. Und vorne ein Bommel und hinten eine Naht. Da sagt der Verkäufer, also das sind wir nicht da, aber kann ich bestellen? Gar kein Problem, eine Woche später kommen wir wieder. Der Verkäufer kommt mit den azurblauen Hausschuhen auf meine Mähle zugerannt. Dann sagt mein Alois, ich denke hier nicht recht, sagt der, sieh, ich habe mich umentschieden, ich hätte jetzt gern rote, weil mein Weib hat mir in Schlafen zukauft. Da hätte jetzt rot besser passen, aber nicht direkt dunkelrot und auch nicht direkt hellrot. Ich hätte gern so burgunderrot. Vorne ein Bommel, hinten eine Naht. Ja, ich denke, was macht denn der? Dann hat er gesagt, gut, okay, dann kommen sie halt nächste Woche nochmal, nachdem wir es nochmal umtauschen. Wir rennen wieder nein, das Schuhgeschäft, der Verkäufer kommt mit einem burgunderroten Hausschuh auf meinen Alois zu. Dann sagt er, jetzt ist es schon ein bisschen peinlich, aber ich hätte jetzt gern doch nochmal eine andere Farbe, weil ich will meinen Hobbyraum streichen. Und da passt bloß braun. Aber nicht direkt dunkelbraun und auch nicht direkt hellbraun. Ich hätte gern so Cappuccino-farbig. Und vorne ein Bommel und hinter eine Naht. Dann sagt der Verkäufer, wissen Sie was? Sie kennen mich jetzt mal, aber nicht direkt hinten. Zuerst vorne am Bommel und dann hinten an der Naht. Also, da brauchst du Nerven. In den Laden gehe ich natürlich nicht mehr rein, das ist klar. Und dann neulich habe ich zu ihm gesagt, Herzli, du sollst vielleicht mal wieder eine neue Hose nehmen. Gehen wir einkaufen, dann nimmt er 3 Hosen mit in die Umkleidekabine. Mit der ersten kommt er raus und sagt, guck mal, die geht nicht, die kratzt. Die zweite hat Bisse. Die dritte kann er keine Hosenträger machen. Und dann schon mit der letzten ist er rausgekommen, dann sagt er, guck mal, Elzbeth. Stolziert wie ein Gockel vor mir. Hätten wir uns alle sparen können. Die letzte Hose ist's. Die sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Dann habe ich gesagt, Alois, die Hose, die muss passen. Weil mit dieser Hose sind wir gekommen! Dann ist er so beleidigt. So beleidigt, dass er ins nächste Café nahe rennt und da bestellt er sich einen Frankfurter Grenz. Einen furztrockenen Frankfurter Grenz. Weil ja seine Mama auch schon immer einen furztrockenen Frankfurter Grenz gebacken hat. Leitz hat keine Familie festgegeben. Keine Taufe, keine Hochzeit, keine Kommunion, keine Kurzkonfirmation. Wo ich nicht einen furztrockenen Frankfurter Grenz essen haben müssen. Nach Stunden schlutscht noch die Haselnuss-Krokantbrägele aus dem Gebiss raus. Ich hasse furztrockene Frankfurter Grenz. Und dann hat er runtergewirkelt in seinem Jäst. Und dann sind wir heim. Und daheim ist er vor seinem Schlafzimmerkasten gestanden. Dann sagt er, ja, jetzt guck mal, Elzbeth, wie viel Hose da drin hängen. Ha, die hebet mich raus. Ha, ich kann's verwarten. Ich kann's verwarten. Das ist kein Problem. Ich hab dann auch zu ihm gesagt, Herzeli, jetzt sind wir 2020, ich setz neue Prioritäten. Wenn einer von uns zwei stirbt, ich heirate nicht mehr. Ha, mir kommt höchstens noch einer ambulant ins Haus, stationär auf gar keinen Fall mehr. Das tue ich mir nicht mehr.
ist eine Katastrophe. Und neulich habe ich zu ihm gesagt, Herzeli, du, es ist gerade kein Feinstaubalarm in unserem grünen Stuttgart. Komm, lass uns mal ins Müllerneum fahren, in das Dessous-Lädli, bevor das zumacht. Ich soll ein neues Behäli haben. Na, sagt mal Alois zu mir, du, ein neues Behäli, für was denn? Hast ja gar nichts zum Neid. Dann habe ich gesagt, ja, halt mal, du hast doch auch eine Unterhose, oder? Das gibt's doch nicht. Also, was man sich da alles sagen lassen muss. Und dann lauft ja mal Alois nicht, fahrt nur Aufzug. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sind in dem Aufzug drin, im dritten Stock geht die Tür auf, kommt eine Dame rein. Boah, die war so gut erzogen. Einen tollen Hut auf. Und die hat er geduftet. Boah, ich hab gar nicht anders kenne und fragen müssen. Sagen Sie mal, nach was schmeckt sie eigentlich? Na, sagt sie ja noch. Schlossparfümerie Stuttgart, Chanel Nummer 5, 50 Milliliter, 279 Euro. Ha, ich denk, holla, das tät mein Alois von mir gar nicht ausgeben, weil das ist ein Furzglimmer. Wenn man dem in Euro zwischen die Arschbacken einschiebt, da geht Prägung raus. Tät ihr nicht? 279 Euro. Im fünften Stock ist noch auch die aufgegangen, auch eine reingekommen. Die hat noch auch nicht schlecht gerochen. Dann habe ich gesagt, ja, und darf ich Sie fragen, nach was schmeckt Sie jetzt? Dann sagt sie ja noch, DM-Mark Lacoste, 50 Milliliter, 29,90. Dann denke ich, gut, das würde zu meinem Alois am Geldbeutel besser passen. Im siebten Stock gingen wir raus. Und so gerade beim Rauslaufen, boah, so gerade beim Rauslaufen, an der Kante, lässt mein Alois ihn fahren. Und die zwei Frauen sind ja noch drin gestanden. Dann dreht er sich um und sagt doch tatsächlich zu denen, Aldi, Brokkoli, 500 Gramm, 2,99. Ihr lacht! Ihr lacht, ihr habt bloß noch ein Loch gesucht. Leid, das ist überhaupt nicht witzig. Ihr habt bloß noch ein Loch gesucht, wo ich reinkomme, Mensch ins Kind. Und dann habe ich gesagt, und jetzt nichts wie heim. Und ich muss jetzt nichts wie nunder, dass ich meinen Dienst trete. Da stehen Sie bestimmt bis hinten aus schon. Also, danke, hello! Ich wollte ja immer Musiker werden, schon in den 70er Jahren, als ich aufgewachsen bin. Da kam im Fernsehen immer zu Weihnachten José Carreras. Könnt ihr euch noch erinnern? José Carreras, der kam jeden Abend, wurde der angesagt von Dagmar Berghoff. José Carreras, die hatte nachher wochenlang Halsschmerzen. José Carreras. Und der hatte ja, in den 70er Jahren hatten die so ganz enge Smokings an. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Also unten war immer Partyzelt und oben Piepshow. Ja? Das waren so. Und wenn der im Fernsehen kam, dann ist meine Oma immer dahin geflitzt und hat gesagt, ach, hat der Mann ein Organ. Und singen kann er auch noch. Das war der José Carreras. Und dann wollte ich Sänger werden, überhaupt Musiker, auch weil die so eine eigene Sprache haben. Vieles in der Musiksprache kommt ja aus der Getränkeindustrie. Wir haben halbe und Viertel und Achtel. Also eine punktierte Viertel zum Beispiel sind genau 0,3 Liter. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, ja? Und dann haben wir Streicher und Bläser, nicht? Also die Streicher im Orchester, dann kommt immer der Orchesterwart und zählt, ob die alle da sind. Das ist der sogenannte Geigerzähler, ja? Und hier oben haben wir zum Beispiel nur Bläser sitzen, ja? Das sind alles Bläser, bis auch einer ist ein stadtbekannter Schläger. Und dann da hinten, der tastet sich den ganzen Abend so durch und versucht immer irgendwie, ja, ja. Aber das ist immer ein großes, müssen Sie mal zu den Proben kommen, ja, wenn der Dirigent ruft, alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, holen sich sofort einen runter. Das ist immer eine schöne Atmosphäre.
Ja, ja. Ich wollte noch was über Mozart erzählen. Das war ja der große Konkurrent von Beethoven, ja. Und Mozart ist ja nie fertig geworden, ja. Der wurde ja nie, immer diese Frauengeschichten und morgens lange vorm Spiegel und so, der wurde nie fertig. Das berühmteste von ihm ist nicht fertig geworden, die berühmte G-Moll-Symphonie. Die kennt ihr alle, ne? Da, 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 da. Da fehlt doch ein Ton, ne? Wieder ein Ton. Noch ein Ton fehlt da. Ja, er hatte eigentlich nur eine einzige Idee, die ging nach oben, da, 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 da. Und hat er gedacht, ach, das drehen wir um. Da, 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 da. Aber den Ton, der da gefehlt hat, den hat er kopiert, viermal. Das nennt man Copy and Paste, ja. Aber kein Problem, ich habe das korrigiert, das war ganz einfach. Ich habe ja mal 2 Semester Musik studiert, von 1980 bis 88. Und da habe ich... Und dann bin ich rein in die Bibliothek und habe das ausgeglichen. Jetzt klingt das ganz normal. Ne? Das ist doch ganz typisch Mozart. Jetzt habe ich festgestellt, der hat in der Zeit, wo er das komponiert hat, viel Krach gehabt mit seiner Frau, immer alles in Moll geschrieben, in Dur. Ist das viel lustiger. Ja, aber jetzt habe ich letzte Woche in Mainz die Originalfassung gefunden. Die geht so. Ja, da denken. Da denken immer. Da denken immer ganz viele, das wäre Radetzky. Nein, das ist Mozart. Ja? Mozart ist ja sehr verarmt gestorben. Wir Musiker müssen sowieso, wir müssen immer mehrere Jobs gleichzeitig haben. Und der Harry Borkner, der hat mir neulich mal gesagt, geh doch mal aufs Schiff. Da kannst du als Pianist viel verdienen. Ich wollte ja immer zur See fahren. Mein Vater ist schon zur See gefahren. Und bei der Bundeswehr habe ich auch gesagt, ich will zur Marine. Aber dann stellen die einem so ganz saublöde Fragen. Nicht, können Sie denn schwimmen? Dann habe ich gesagt, wieso haben Sie nicht mehr diese schicken grauen Schiffe? Hm? Ja, stell dir mal vor, du gehst zur Luftwaffe und sie fragen dich, ja, können Sie denn auch fliegen? Hä? Ja, wobei, mittlerweile nehmen Sie, seit AKK nehmen Sie bei der Marine nur noch Nichtschwimmer, ne? Ja, weil die Stiefel länger verteidigen. Ja, ist wahr. Ich bin also aufs Kreuzfahrtschiff, weil ich dachte, jetzt in Mainz habe ich auch schon alles gesehen. Ich kenne schon alle Stadtteile von Mainz. Ich war schon in Kastell, ich war schon in Erbenheim, in Dotzheim, in Kostheim. Waren Sie schon mal in Sorgenloch? Ja, da war ich schon ganz oft. Ganz oft, nicht? Und Reis und Finden und so. Da dachte ich, gehst du mal auf Kreuzfahrtschiff, ne? Lernst du was Neues kennen. Und eins muss ich sagen, was ich nicht wusste, die Kapitäne, das sind ja die schlimmsten Finger auf so einem Schiff, ja? Also die versuchen, jede Frau rumzukriegen mit den billigsten Methoden. Wenn sie heute Abend nicht in meine Kabine kommen, dann lasse ich das Schiff untergehen. Hey? Da kam eine Frau zu mir ans Klavier nach 3 Tagen und sagte, ich muss Ihnen mal was beichten. Ich alleine habe schon 3-mal das ganze Schiff gerettet. Ja. Ja, die Frau kannte doch nur ihr Brezenheim. Die war noch nie in Flagranti. Jetzt kommt die nach dieser fremden Kostheim. Und guckt in ein großes Sorgenloch. Womöglich kommt sie noch mit dem kleinen Dotzheim. Ja, also in den seltensten Fällen bringen die ein Erbenheim. Hä?
kann ich jetzt sagen, die Kapitäne, die sind so dreist, die kennen alle Finden. Alle Finden kennen die, ja, ja. Nee, aber ich war dann auf dem Schiff und was ich nicht wusste, dass der dritte, letzte Abend auf dem Programm steht, da immer hoher Seegang, wusste ich nicht. Ich bin dann auf der Kabine geblieben, mir war auch nicht, gar nicht gut und dann, der Steward rief dann noch an und sagte, sollen wir Ihnen das Abendessen noch auf die Kabine bringen oder können wir es gleich für Sie über Bord schmeißen, ja? Und ich habe mich dann zusammengerissen und bin dann in die Lounge und was, ich meine, das ist so ein Anblick, alles voller grüner und gelber Gesichter, ja? Was tun? Da sprach der Walfisch, was tun, Fisch, ne? Und dann sagt der Thunfisch, du hast die Walfisch, ja? Also Probleme wie du und ich, ne? Da ist dann so eine Stimmung, als hätte jemand in die Konfettikanone geschissen. Nicht? Also war das ganz, ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Aber was sollst du dann, was willst du als Pianist da spielen, ja? Was willst du da spielen, wenn die Teller nachher voller sind als vorm Essen? Und dann hab ich an Hans Albers gedacht und hab meinen Blick gebündelt und hab in diese grünen Gesichter geguckt. Und hab gesungen, La Paloma, ohe, einmal muss es vorbei sein. Einmal holt euch die See und das Meer, spuckt keinen von euch zurück. Auch das geilste Buffet kann am Ende nur Brei sein. Wenn dein Magen sein Lied heult, dann winkt dir, hump, der großen Freiheit Glück. Lapskaus und Kabeljau, La Paloma, hello! Ach Gott, was leid! Assi? Die ganze Society von Frankenthal. Ja. Ich selber gasch wie jedes Jahr. Ne? Lauter gute Scores. Ja. Also ich will nicht groß älter. Ich dauert bloß meins immer länger, bis ich gerichtet bin. So eine Altbausanierung kostet halt Zeit. Und wenn ich meins noch am Aufstehen vom Spiegel stehe, sage ich als Nacht. Was machen wir heute? Ne? Restaurieren wir oder rufen wir das Denkmalamt an? Ne? Ja. Ne? Gerade neulich habe ich zu meinem Doktor gesagt, gucken Sie sich mal meine Haut an, wie die schuppt. Die ist so trocken und die schuppt ganz an. Gucken Sie mal, wie die schuppt. Und auf mein Geburtsdatum geguckt und gesagt, ja, Frau Baumann, bei Dinosaurier ist das normal, ne? Ja. Ja. Wenn man mal so 115 Jahre alt ist, musst du so schon entschuldigen, dass du noch lebst. Ja. Die Hermine ist so ein bisschen jünger wie mir, wie die Lisbeth und ich. Aber sie, die können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Die ist total durch den Wind, sie. Die verlegt doch immer alles und dann findet sie es nicht mehr. Letzt hat sie ihr Gebiss gesucht. Sie war eine Helfer suchen. Ich hab's gefunden. Bei der Backsache. Ja. Ja, die nimmt das immer zum Gutzel ausstechen. Ne? Ja. 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 Ja, die backt an Weihnachten immer die runde Leibniz-Keks. Ne? Die mit der 32 C, ne? Ja, ich back ja auch noch. Ne? Ich back am Neujahr immer für unseren Bürgermeister in Rivelskuchen noch ein Rezept von meiner eigenen Großmutter. Ne? Und wie ich denn das so ausgewälgert habe, ist der ja gar nicht mehr in meinen Backofen gegangen, so groß war der. Ich sag, Lisbeth, was mach ich denn jetzt? Und hat sie gesagt, geh doch zu uns in der Vorort, da ist noch ein Bauer, der hat noch ein paar Kaisel, der backt den auf. Ne? Bin ich hier, sag sie, sicher hat mir den aufgebacken. Ne? Und wie ich ihn abgeholt habe, ach gut, er war so groß und so schwer und so hart. Ne? Und auf dem Heimweg bin ich dann am Friedhof vorbeigekommen. Und habe ich gesehen, dass mein Schuh auf war. Und habe ich den Kuchen auf die Friedhofsmauer gestellt.
hab mich gepickt und meinen Schuh zugemacht. Und wie ich hoch bin, bin ich mit der Schulter an der Kuche gekommen. Und ist der Kuchen über die Friedhofsmauer niedergefallen. Ach Gott, hab ich gekreint. Ist der Pfarrer gekommen, hat gesagt, Fräulein Baumann, was weinen Sie denn so? Ach, hab ich gesagt, da drüben liegt er. Da drüben liegt er. Ja, hat er gesagt, da liegen viele. Ja, hab ich gesagt, aber meiner war so schön und so groß. Ich sage, ja, da liegen viele schöne Große. Ja, habe ich gesagt, aber keiner mit 6a, ja. Ja, sieh, wie bin ich jetzt aufs Backe gekommen? Ah ja, wegen der Hermine, ne? Weil die Dorste Wind ist, ist so ein bisschen jünger wie ich. Die ist erst 106. Ne? Und hat jetzt vom Oberschulamt die Einladung gekriegt zum Einschulungstest. Denn ihr Computer macht den 100er Schritt nicht mit. Einschulungstest. Ich war nicht, weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns früher und am Großherzog, ne? Wenn wir da mit dem Arm über den Kopf gekommen sind und haben es operieren können, sind wir eingeschult worden. Heute machen die juristische Intelligenztests mit Multiple Choice und so. Da sagt Hermine, habe ich gesagt, Lisbeth, da schicken wir die Hermine hin. Also kannst du nicht die Hermine zum Einschulungstest schicken. Doch, habe ich gesagt, da schicken wir sie hin. Dann haben wir schwarz auf weiß, dass er doch der Wind ist. Wir haben sie hingeschickt. Gestern ist das Ergebnis gekommen. Wisst ihr, was drin gestanden hat? Man soll es noch ein Jahr springen lassen. Ja. 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 Ich sag mal, die haben ihn in einem Seniorenheim angemeldet für über 100-Jährige. Das heißt Abenddämmerung. Ja. Ein ganz modernes Seniorenheim, sie. Die haben im Erdgeschoss sogar eine Seniorenklappe. Wer da abgelegt wird, wird 3 Tage gepflegt und dann noch wieder zur Adoption freigegeben. Ne? Ja. Ja, und die haben ein geschultes Personal, psychologisch geschult. Die machen mit denen immer Spielchen. Gestern haben sie beim Mittagessen die Reise nach Jerusalem gespielt. Sieben Personen, 6 Gebisse. Ja. 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 Ja, ja, die Jugend. Wissen Sie, was das Schlimmste an der heutigen Jugend ist? Dass man nicht mehr dazukehrt. Sie wollen mir alte das machen, Täter, was die Jugend von heute macht. Im Winter bei minus 10 Grad haben die kurze Sickelchen an. Und Hosen, die zu kurz sind, dass man die nackische Bar sieht. Und im Sommer bei 30 Grad im Schatten laufen die mit Wollmütze rum. Und wenn sie durch die Stadt laufen, haben sie so weiße Stänkchen im Ohr und babbeln mit sich selber. Aber wenn die Lisbeth und ich das machen, dann gehen wir sofort in die Geschlossene. Ja. Und wenn sie durch die Stadt gehen, gucken die bloß noch aufs Handy. Die kriegen gar nicht mehr mit, was außenrum vorgeht. Und dann rennen sie an den nächsten Laternenpfahl und rennen sie das Hirn ein. Ich sag Ihnen, der Schädelbasisbruch ist der Oberschenkelhalsbruch der Jugend. Ja. 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 Ja, und dann das Bildungsniveau, die PISA-Studie. Die Jugend von heute weiß so gar nichts mehr. Also ich habe ja bloß das kleine Mann mal Abitur. Ne? Kennen Sie das? 3 Jahre Volksschule und einen Tanzkurs. Ja. Ja. Ja.
Aber damals hast du in der Volksschule noch was gelernt. Heute wissen sie ja gar nichts mehr. Fragen sie mal in Volksschüler, wo liegt Philadelphia? Sie ist da im Kühlschrank neben der Gurke. Na, die Jugend von heute, die muss ja auch nichts wissen. Die haben ja jetzt alle Google, ne? Wir Alte haben wenigstens noch Ahnung, ne? Und was rät man einem jungen Menschen, der nichts weiß? Was soll denn aus dem mal werden, ne? Früher hat man gesagt, wer nichts wett, 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 ne? Heute sage ich, geh schon am besten nach Berlin. Die Politik, die suche ungelernte Kräfte, ne? Wenn du nichts weißt, wärst du ruckzuck Verkehrsminister. Und wenn einer gar nichts weiß, sag ich, was, wenn der aus nach Amerika, da kann noch der letzte Depp-Präsident werden. Es fängt ja schon im Kindergarten an. Da sind ja Designerklamotten und die Größe vom Flachbildschirm wichtiger als Bücher im Regal. Und dann die Eltern, die Helikoptereltern. Da fahren die Mamas im großen SUV die Kinder zum Spielen hin ins Haus. Ich weiß noch, also wie wir jung waren, wir sind beim Spielen auf der Gastkrauswand. Und wenn wir was angestellt haben, hat unsere Mutter gesagt, jetzt hast du Hausarrest. Haben wir eine Woche lang nicht auf die Gast gedacht. Das war für uns die größte Strafe. Heute ist für die Kinder ja die Strafe, wenn sie auf die Gast schickst. Ja. Ohne ihr Handy wissen die ja nicht einmal, was für ein Wetter wir haben. Und da wollte die Lisbeth schon mal wissen, ob das im Gymnasium genauso ist. Sind wir morgens um 7:30 ins Gymnasium gegangen. Sieh, was haben wir da für Gestalten gesehen? Die Jeans schnuffgeschnitten mit Löchern neu, die Haare nicht gewischt. Gestunken nach Alkohol, zugetränkt mit Medikamenten. Wir waren froh, wie wir aus dem Lehrerzimmer wieder draus waren. Ne? Ja. Ja. Das irdische Glück ist ja begrenzt. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es lässt sich sicher auch nicht bestreiten. Wir durchleben harte Zeiten, weil im großen Weltenspiel unser Frieden nicht stabil, 1000 Krisen, 1000 Themen, was davon ins Protokoll nur nehmen. Von den vielen Angeboten, die die Toren und Idioten uns tagtäglich offerieren, damit wir sie dann hier glossieren. Doch Vorsicht, uns Narren ist nichts anzukreiden, denn man muss schon unterscheiden, auch im Fastnachtsprotokolle sind hier die Narren und dort die Dollen. Um es zu verdeutlichen, muss ich bekennen, Impeachment Trump würde ich nie einen Narren nennen, für den wäre auf Saarländisch klipp und klar eine härtere Ausdrucksweise da. Aber wenn uns auch Dinge mal frustrieren, wir wollen nicht den Mut verlieren, denn wie heißt im Lied so schön, unser Fasend wird nie untergehen. Auch wenn es in der Welt nur stürmt und kracht, wir feiern unser Fasenacht, denn immer gilt, drauf gehen mir acht, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Lachen?
trotz der Populisten und nationalen Egoisten, die auf öffentlichen Bühnen sich als Mini-Geisteshühnen durch die Tagesarbeit quälen und nur dummes Zeug erzählen. Ja, dann ist wahrhaft angebracht, dass manchmal man auch Tränen lacht. Trumpens Donald. Längst verpönt, man hat sich leider dran gewöhnt, an diesen blonden Face-Nuke-Ritter. Mit seinem dümmlichen Getwitter, Popanz, ich ihn anfangs nannte, weil ich gar mit der Zeit erkannte, tut ständig weit, sei Schniss aufreiße. Und was rauskommt, meist nur Schwachsinn. Mir wird er langsam ungeheuer, denn der Kerl spielt mit dem Feuer und darum ist mein Sehnen groß, wir wären den Blödmann endlich los. Aber Freunde, wir wissen ja nun ganz allgemein, dieser Wirrkopf ist nicht allein. Zum Beispiel dort am Bosporus herrscht einer aus besonderem Guss. Denn der Pascha Erdogan, der leidet auch an Größenwahn. Wer von auch hat noch im Sinn, der wollt mal Europäer gehen. Aber Pustekuchen, ich sah zum Glück. Denn wenn man historisch blickt zurück, erkennt ein jeder messerscharf an Diktatoren, käme Bedarf. Und Herr Orban aus dem Ungarnland, dem ist er geistig ja verwandt. Genau wie im Nachbarlande Polen ist humanitär auch nichts zu holen. Da freut man sich, ich glaub, ich spinn. Was dat für Europäer sind, nur Enzken so gut in jedem Fall. Sich vor allem tricken, aber die Hand auffallen. Fällt noch einer in dieser Runde? Ach, so ein Clown, so ein spezieller Kunde. Der Wuschelkopf, der trickst und lient und die Wahrheit oft verbiegt. Dem aber das Wahlvolk, dumm vergnügt, ganz willig, erweil zu Füßen liegt. Vernunft und Wahrheit sind weit fort. Brexit herrscht das Zauberwort. Ich mein, glücklich enden wird das wohl nie. Und wenn ich persönlich haut mein Fazit ziehe, wo Boris Johnsons Clownerie, nichts anderes als Schuss ins Knie. Und zwei, die das sehr schnell erkannten, sind jetzt die ersten Emigranten. Harry, Meghan und Glenn Archie. Verlassen flugs die Monarchie, nur Kanada, dort ziehen sie um. Verlassen Pomp, Primborium. Und die Queen Mum in aller Ruhe gab ihren Segen noch dazu, wobei sie zuversichtlich sprach, ein Weilchen noch, dann komm ich auch. Ja, liebes Narrenpublikum in dem Politpanoptikum, da können Gleiche unter Gleichen sich allesamt die Händchen reichen, denn liebe Freunde, klammern's nicht, Blödmänner und Bösewicht, die wären von Deutschland weit getrennt oder vielleicht sogar nicht existent. Beispiele hätte ich zwei Hände voll, aber heute hier im Protokoll soll es allemal genügen, nur ein paar besondere zu rügen. Wobei für Höcke und Konsorten, die Unheilstiften aller Orten, mir einfach nur die Worte fehlen, man darf sie halt nur nicht mehr wählen. Dann werde auch noch der Herr Scheuer. Mit seiner Maut, das wird sehr teuer, der zahlt tatsächlich für etwas glatt, was er noch nicht im Moll bekommen hat. Und wie man weiß, ist das nicht blöd, in Zukunft ach niemals mehr gret. Er aber sei im Recht, wie er beteuert, sein Name sagt einfach alles bescheuert. Mir all,
sind dort davon betroffen, das ganze List auf nichts Gutes hoffen. Jed klein Kind wär's doch auf dieser Welt, erst die Ware und dann das Geld. Ach, steht auf jeder Wand gemalt, wer bestellt hat, der bezahlt. Doch zahlt in dem Fall, ich glaub, das wissen da, auf keinen Fall der Herr Minister. In allen Talkshows, wie jeder weiß, verzählt er uns denselben Mist. Er hält sich raus, der Bayernprahler, denn nur mir zahlen, mir die Steuerzahler. Was tun, wenn die Ideen fehlen und woher nehmen, wenn nicht stehlen? Das dachte ich mir und war empört, als ich das vom WDR gehört. Als neulich durch den Äther klang der freche Kinderliedgesang. Humorvoll fanden wir das all. Motorrad, Oma, Hühnerstall. Doch steht das eine sicher fest. Wer Kinder fröhlich singen lässt, die Oma ist eine Umweltsau, der hat für mich einen Riesenhau. Taler, Taler, du musst wandern, von der einen Hand zur anderen. Fast 50 Mille ganz genau wandern in den Stadionbau. Nun han ich nix gegen den Viertelfinalisten FC. Der soll auch Spiele kennen bei Eis und Schnee. Aber die bauen und bauen, ei, was soll dieser Quark? Der Berliner Flughafen hesch bei uns Ludwigspark. Anfangs waren es 15 Mill. Ach, schon eine ganz schöne Masse. Hätte das nicht gereicht für Fußball in der vierthöchsten Klasse? Mancher Karnevalsverein wäre froh, wenn er vor die Hälfte von dem Geld in anständig Hall hätte und kein saukaltes Zelt. Der geilste Präsident der Welt. Ich bin dran, ich hab mich selber auch gewählt. Ich bin dran,
Ich grapsch hier alle Frauen an. Ich bin so reich, dass mir keiner was kann. Und alle! La 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 la. Sich selber aufgewählt. Er ist Trump. Er kratzt dir alle Frauen an. Er ist so reich, dass ihm keiner was kann. Ich bin Trump, der geilste Präsident der Welt. Ich bin Trump, ich hab mich selber aufgewählt. Ja, mach ich ja. Und cool laufen, immer cool laufen. Hosen anziehen. Ja, ja. Ey. Komm, leg dein Basketball, Basketball. Wow, da sieh ich nichts mehr. Ja. Yeah. Ist wichtig. Ist ganz auch wichtig, dass uns keiner kennt. Wenn mein Junge mitkriegt, dass ich da bin, ist der Teufel los. Der hat eine neue Freundin und die will der mir nicht vorstellen. Das geht gar nicht. Das verstand ich. Was? Aber bisher hat dir noch nie eine gefallen. Sagst du das jetzt auch? Ja, weil so ist. Der hat es auch gesagt. Nein, ich sag, Menschenskinder, na such doch mal eine, die zu mir passt. Ja. Hast du eine, so wie ich bin? Yeah. Da hat er gesagt, ja, die gefällt noch halt dem Baben nicht. Problem, oder? Ja, du. Ja, was? Wenn meine Lisa das mitkriegt, dass sie beobachtet, dass ich daherkomme, du, die denkt, ich bin nämlich ganz normal. Ja, so geht mir's auch. Da habe ich ein Theater, das kann dir sagen. Heute Mittag ist die schon vor mir nachgestanden. Und dann hat sie gesagt, du, Mama, wie ist denn das eigentlich, die tollste Tochter der Welt zu haben? Und ich gesagt, keine Ahnung, frag deine Oma. Okay. Yo! Hi! An den Securities vorbei da, hey, what's up, boy? Gib mir five, hey, wow! Wow! What's up, hey. Sind wir gut drauf, hey, hello, wow! Sie sind am Chillen, hä? Ah. Oh, und wieder chillt wird die jetzt. Die chillen bloß, die schaffen nichts, das sieht man. Hä? Geht's gut, oder was? Hä? Hey. Ah, der guckt wie eine Kuh, wenn's blitzt. Hey. Mein, du, ich habe mal gehört, hä? Ein Mann produziert am Tag 104 Millionen Spermien. So viel? Quasi 1200 pro Sekunde. Leck. Das heißt, selbst wenn Männer so da hocken, sind die voll beschäftigt, gell? War's gut? Sehr gut, danke. Jetzt weiß ich auch, warum manche gucken, wie sie gucken. Ja. Aber du, wir sind eine Familiensendung, gell? Man muss ein bisschen runterfahren hier. Ich bin ganz locker. Andererseits, ich glaube, die Jungen wissen mehr, wie wir denken, gell? Ja, vor allen Dingen werden sie heute immer früher, gell? Ja, das stimmt. Mit den ganzen Themen. Ich habe das erst vor kurzem im Internet gelesen und da ist gestanden, das sei eine wahre Geschichte. Hä? Da ging es um drei Buben, um einen 10-Jährigen, 12-Jährigen und einen 14-Jährigen. Hä? Die waren mal Samstag zu Leuten heim. Da ist denen ja einfach nichts Besseres eingefallen. Dann sind sie zu den Eltern ins Schlafzimmer und haben mal geguckt, was da so gibt. Im Nachttischschublädchen vom Papa haben sie einen Film gefunden. Den haben sie natürlich genommen, aus ins Wohnzimmer in den Film eingelegt. Dann sind alle drei so davor nachgeguckt. Mhm. Irgendwann sagt der 10-Jährige, boah, hey, die catchet. Dann sagt der 12-Jährige, Quatsch, die haben Sex. Und dann sagt der 14-Jährige, stimmt, und was für ein Schlechter. Ja, genau. Ja. Ich sage euch eins, Bube,
Bube in der Pubertät ist auch nicht einfach, weißt du? Ja. Ich war ja immer die peinliche Mutter. Jetzt war? Ich war immer peinlich bei meinem Bruder. Ja, ja, ich weiß noch, wo noch ein Schullandheim ist. Da bin ich zum Parkplatz gefahren, wo der Bus war, weißt du, wo sie sich gesammelt haben. Dann hat er im Auto schon zu mir gesagt: Mama, du steigst nicht aus. Du gibst mir auch keinen Kuss. Ja. Und du heulst nicht und du winkst mir nicht hinterher, hast du gehört? Dann hat er gesagt: Ja. Yeah. Dann habe ich gewartet, bis er im Bus drin ist. Dann bin ich ausgestiegen und habe meine Banner ausgepackt. Mama liebt dich und dein Teddybär ist im Koffer. Nur nicht blöd. Ah, ja. Nur nicht blöd. Nee. Ich muss sagen, weißt, wenn ich jetzt das auseinandergucke, wenn ich die Junge angucke oder so, es ist schon schön, dass die fortgegangen. Ja, ist wahr. Ich meine, ich bin froh, ich gehe mit meinem Gerhard auch noch relativ oft fort. Wow. Muss ich schon sagen, ja? Ja. Doch. Letzte Woche sogar, da waren wir in einer Bar. Bei uns in der Nachbarschaft eine aufgemacht, weißt du? Das war so nett. Also, weißt du, wenn du mal draußen bist, du unterhältst dich ganz anders, ja, gell? Du, mir zwei, mir haben geschwätzt und gelacht, das war herrlich. Irgendwann sagt mein Gerhard: Petra, guck mal den um. Da drüben sitzt der älteres Ehepaar. Gott, sind die goldig, wie die sich unterhalten. Dann hat er gesagt: Du Schatz, das könnte mir in 11 Jahren sein. Dann habe ich gesagt: Gerhard, stell sofort dein Glas weg, das ist ein Spiegel. Schön, ja. Ja. Der Knaller war, mir auf dem Heimweg letzte Woche bei dem Sturm. Und da stand am Straßenrand ein junger Kerl, weißt du, so anhaltermäßig. Normalerweise hätte mein Gerhard keinen mitnehmen, aber bei dem Wetter haben wir gesagt: Okay, komm, bevor der gerannt wird. Ja, yeah, ja. Yeah. Du, der ist eingestiegen, hat er etwas gemacht, das hätte er nicht machen sollen. Beugt er sich so nach vorne, guckt mein Gerhard so von oben bis runter an und sagt: Wow, dass Sie sich das getraut, in Ihrem Alter einen Anhalter mitzunehmen. Was machen Sie eigentlich, wenn ich ein Mörder bin? Dann hat mein Gerhard eine Vollbremsung nachgelegt, der Kerl ist nach vorne gekommen. Dann hat er bloß gesagt: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass am selben Tag, im selben Auto und zur selben Uhrzeit zwei Mörder sitzen. Ja, das ist ein... Der ist los. Ja, das ist ein bisschen... Macht es ja auch Spaß, gell, junge Leute ärgern, gell? Wir ärgern, wir tun auch gerne ein bisschen kleine Kinder auf so ein bisschen ärgern. Nein, erziehen. Andere Leute, Kinder neu ärgern. Ein bisschen erziehen. Hättest du nicht wahr? Kann man doch zugeben, letzte Woche waren wir beim Ikea. Da sind wir zwei ins Bälleparadies reingeguckt. Und haben wir ganz arg geheult und haben geschrien: Meine Mama hat uns vor 50 Jahren da reingesetzt und gar nicht mehr abgeheult. Fällt mir. Oh. Yes, yes. Das ist Alisa. Meine Lisa. Das ist Alisa. Meine Lisa steht mit ihm da. Mach dein Bad Boy Ding. Da sehe ich doch nichts mehr. Ach so. Meine Lisa, du, oh, du bist ein netter Kerl, mit dem die da steht. Was, das ist ein Roland, sei junger, das ist ein Doppeler. Aber der sieht gut aus. Da kann ich dazwischen. Nein, lass was? Doch. Die unterhalten sich doch das, bloß. Nein, du kannst das nicht zulassen, wenn der so ist wie sein Vater, das geht gar nicht. Ja. Dem sein Vater ist der König aller Lillebibbles. Ja. Wisst ihr, was es ist? So ein Antriebsloser, weißt du? Bei ihrer Frau darfst du sagen, ein Blader. Ja. Gell? Ja, nein, das war, dem sei Frau, die sollen, ich sollte halt mir das erzählt, den hätte sie nie heiraten sollen. Echt? Wirklich wahr. Hat die jetzt gesagt, das war schon so beim Standesamt, wo sie da gestanden sind, weißt du? Und dann hat der Standesbeamte die entscheidende Frage gestellt: Wollen Sie? Dann sagt der zu ihr: Ich weiß auch nicht, sag du. Also, weißt du, das ist ja. Ah, ja. Nein, du, ich muss so sagen, weißt du, aber es wäre jetzt einfach in der Zeit, weil ich das Alter hätte, du, ich wäre so froh, wenn sie endlich mal in einer Partnerschaft wäre, weißt du, vor allen Dingen. Wenn sie mit so Oma machen. Ja, wie ist Oma, was ich weiß. Ich liebe so arg kleine Kinder. Ja, oh, wenn ich so kleine Zwerge sehe, ich könnte sie immer gerade fressen. Wenn sie groß sind, denkst du, warum hast du es nicht da? Ja, ich meine. Wenn sie sich benehmen, kennt ich ja alles recht. Weißt du? Benehmen ist schon wichtig bei den Jungen. Also mir war das immer wichtig. Also, ich habe ja mein Kevin, habe ich ja in so eine Benimmschule geschickt. Ja? Ja. Doch, in so ein Knicke-Seminar. Das finde ich gut. Ja, dann habe ich zu ihm gesagt: Pass auf, du nimmst zwei deiner besten Kumpels mit, ich zahl's. Und dass ihr da das lernt, wie man sich benimmt. Dann hat er also der Max und der Erik mitgenommen. Und dann war das Einführungsstunde. Der Dozent hat gesagt: So, meine Herren, stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sind mit einer sehr attraktiven Dame in einem feinen Restaurant zum Essen.
Sie sitzen am Tisch so mit drin so und plötzlich spüren sie, sie müssen auf die Toilette. Was sagen Sie? Max. Dann ist der Kumpel Max aufgestanden und hat gesagt, pff, was soll ich da sagen? Ich sag halt, ich muss geschwind geschiffen. Boah, der Lehrer natürlich aus alle Wolken gefallen. Setzen, das geht ja gar nicht. Was würden Sie sagen? Dann ist der Kumpel Erik aufgestanden, der hat schon ein bisschen zittert, weil er denkt, er macht auch was falsch. Dann hat er gesagt, ja, ich sag halt, ein jeder muss mal müssen. Jetzt ist das bei mir soweit. Ja. Der Lehrer wieder, das geht gar nicht. Wie würden Sie reagieren? Dann ist mein Kaffee in dran gekommen. Dann hat er gesagt, ich stehe auf, verneige mich vor der Dame, sag zu ihr, ich darf Sie bitten, mich für einen kurzen Moment zu entschuldigen. Ich werde diesen Raum nun kurz verlassen, um einem sehr guten Freund die Hand zu reichen, den ich Ihnen aber im Laufe des Abends auch noch vorstellen werde. Eivensrei. Ja. Eivensrei. Ja, ja. Ja, den, ach, so kannst du. Den hast du nachgebracht. Ja, Eivensrei. Ja, ja, nee. Nee, aber weiß nicht, weißt du. Ich weiß es nicht, warum sie euch nicht so Oma machen. Menschenskinder, manchmal denke ich immer, wissen die gar nicht mehr, wie es geht. Ach, die wissen schon, wie es geht. Die ziehen jetzt bloß nicht durch. Du, ich habe mir so Gedanken gemacht, ob ich da dran schuld bin, aber ich bin nicht dran schuld, Doris. Die Schule ist dran schuld. Bestimmt. Ich habe mir das überlegt, ich werde es nie vergessen, der erste Aufklärungsunterricht von meiner Lisa. Weißt du, wo sie von der Schule heimkam, ist sie gesagt, Schätzle nachhaken, was hast du jetzt heute gelernt? Dann hat sie gesagt, Mama, das war so furchtbar. Dann hat sie gesagt, du musst dir mal vorstellen, der Thorsten ist von seinen Eltern im Waisenhaus abgeholt worden. Ne? Der Julian, den haben sie im Ausland gekauft. Die Christine ist im Labor gemacht worden. Und für den Frank haben seine beiden Väter praktisch den Bauch einer fremden Frau gemietet. Und ich gesagt, hey, das ist aber krass. Und ich gesagt, ja Schatz, was hast denn du gesagt? Und hat sie gesagt, nichts mehr. Ich wollte nicht zugeben, dass meine Eltern so arm sind und mich hätten selber machen müssen. Ja, hi. Mai Bu ist noch nicht so weit. Mein Bruder ist noch nicht so weit, er braucht keine feste Freundin, so was auch. Der hat doch gar keine Zeit für eine feste Freundin. Ist wieder Wintersaison, der ist doch gar nicht da. Ja, der ist der ganze Winter durch in Österreich, weißt du? Ja, ja. Der ist Skilehrer. Ja. Ja, 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 Vollblut, Skilehrer. Ja, so, so ganz nach Klischee. Was hat er gesagt? Weißt du, Mutter, lieber zwei lockere Schnalle wie eine feste Bindung. Hör ich, ja? Ja. Ja. So ist halt. Ich weiß auch nicht. Ach, Doris, soll doch mal was sagen. Ich will mich da auch gar nicht einmischen. Du, die sind alt genug, die wissen doch, was sie machen. Und sie sind doch anständig. Lassen, hä? Du, ich habe meine Eltern auch nicht gefragt und du auch nicht, oder? Ich glaube, man braucht Vertrauen zu den Jungen, oder nicht? Ich sage euch eins, euch junge Leute da draußen. Wenn man in der Jugend nicht ab und zu ein bisschen einen Blödsinn macht, hat man im Alter nichts zum Erzählen. Hello! Seien Sie gegrüßt, meine Damen und Herren. Meine Ausführungen beruhen sich auf rein wissenschaftlicher Grundlagen. Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig, aber gewollt. Beginnen wir mit dem Beginn. Dem sogenannten Anfang. Als unser Schöpfer die Erde schöpfte, schöpfte er unter anderem den Homo sapiens. Und so entstand der Mensch. Aber unser Schöpfer
war mit seinem Geschöpften nicht zufrieden. Er entnahm derselbigen eine Rippe, um eine weitere Schöpfung vorzunehmen. Und so entstand das Mensch. Strafrechtlich gesehen war dies der erste Diebstahl der Weltgeschichte. Seit dieser Zeit hält sich stark das Gerücht, dass Mann und Frau nicht zusammenpassen, außer in der Mitte. Trotz dieser widrigen Umstände wurde das Mensch zum Juwel der Schöpfung erkoren. Wir Männer müssen sie mit Fassung tragen. Frauen, meine Herren, lügen nie. Sie erfinden höchstens die Wahrheit, die sie gerade benötigen. Aber keine Frau ist so schlecht, dass sie nicht die bessere Hälfte des Mannes werden kann. Männer, meine Damen, sind zweifellos dümmer als Frauen. Oder hat man jemals gehört, dass eine Frau einen Mann nur wegen seiner schönen Beine geheiratet hat? Meine Damen, es macht keinen Sinn, über Männer zu jammern. Sie müssen mit dem Material auskommen, was ihnen zur Verfügung steht. Meine Damen, nehmen Sie die Männer, wie sie sind. Aber Sie müssen sie ja nicht so lassen. Alle Männer, meine Damen, sind gleich, bis auf den, den man gerade kennengelernt hat. Echte Männer stehen auf Kurven, nur Hunde spielen gerne mit Knochen. Kommen wir zum nächsten Thema. Liebe und Leidenschaft. Die Leidenschaft. Leidenschaft ist eine tolle Krankheit, denn da müssen immer gleich zwei ins Bett. Ein Spediteur der Leidenschaft ist nach wie vor der Alkohol. Obwohl, selbst zu meiner stürmigsten Zeit wäre Alkohol bei Alice Schwarzer an seine Grenzen gestoßen. Ich möchte
an dieser Stelle eine Anmerkung machen dürfen. Versuchungen, meine Damen und Herren, sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen. Denn im Alter bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat. Beim Liebesspiel ist es wie beim Autofahren. Die Frauen bevorzugen die Umleitung, die Männer die Abkürzung. Ein Appell an die Männer: Wer im Sitzen pinkelt, sollte dazu stehen. Liebe macht blind. Aber wer verheiratet ist, kann plötzlich wieder sehen. Aber Popo, verheiratet. Nächstes Thema. Die Kurzform auf Lateinisch lautet errare humanum est, irren ist menschlich. Ich persönlich bin für eine längere Verlobungszeit, denn sie verkürzt die Ehe. Heiraten Sie nie des Geldes wegen. Leihen ist billiger. Die Ehe ist ein Versuch, zu zweit mit den Problemen fertig zu werden, die man alleine niemals gehabt hätte. Das Geheimnis einer glücklichen Ehe liegt darin, dass man einander verzeiht, sich gegenseitig geheiratet zu haben. Ich persönlich hatte Pech mit meinen zwei Ehen. Die erste ist mir weggelaufen, die zweite ist geblieben. Laut Statistik finden die meisten Trennungen im Urlaub statt, denn da sind die Koffer schon gepackt. Es gibt viele Gründe für eine Scheidung. Der Hauptgrund aber ist und bleibt die Hochzeit. Zum Schluss möchte ich ein Tabuthema ansprechen: Sex im Alter. Warum lachen Sie so? Für viele Männer ist Sex im Alter wie ein 100-Meter-Lauf. Wochenlange Vorbereitung und nach 9,8 Sekunden ist alles vorbei. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
bitte euer würdigstes Lächeln auf. Denn hier kommt die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist Angela Merkel. Was hat der jetzt gerade gesagt, Bundeskanzlerin? Ach, um Gottes Willen, es tut mir leid, aber die ist gerade nicht parat. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, die liegt jetzt so viel hinterm Vorhang oder so, gell? Nein, sie hat gestern schon gesagt zu mir, Marianne, das mit Konstanz kann morgen knapp werden. Halt dich parat. Und sie sagt auch immer, Marianne, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Ja. Und jetzt lässt sie mich halt wieder schaffen, als ihr Double. Ja, ich bin ihr Double. Und sie hat ja fange so viele Termine, gell? Also sie hat es einfach nicht mehr allein geschafft. Und dann hat sie eine gesucht, die blondisch und blauäugig. Und dann hat sie mich eingestellt. Eigentlich wollte sie heute Abend da sein, gell? Ich weiß nicht, wo sie wieder steckt. Sie kann ja mittlerweile, kann die zu jedem Anlass schwätzen, ohne dass sie ein Thema hat. Ich sage immer, Angela, mit dir ist es wie mit den Männern auch. Die können zu jedem Anlass trinken, obwohl sie keinen Durst haben. Moment, ich schalte mein Handy. Ja, Moment. Hallo? Angela, was ist? Ach was, du sollst doch in Konstanz sein, im Konzil und bist noch zu Berlin. Ja, Menschenskinder, ja, soll ich dich vertreten? Ja, ich bin schon da. Ja, das mach ich. Das kriege ich hin. Ja, mach ich. Boah, typisch. Also, jetzt solltet sie einfach so tun, wie wenn sie mich überhaupt noch nicht gesehen haben. Gell? Geht das? Ja, und sie müssen mich jetzt ein bisschen unterstützen. Also sie müssen jetzt so tun, wenn ich nachher komme, wie wenn sie sich saumäßig freuen täten. Also auch wenn sie sich nicht freuen, gell? Ja. Und könnte mir vielleicht miteinander die Hymne summen? Geht das, die Hymne? Und könntet ihr mich wenig unterstützen? Da, 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 da. Liebe Narren, liebe Konstanzer, herzlichen Dank für den warmen Empfang. Bin sehr gerne hierher gekommen nach Konstanz, um Ihnen zu sagen, ich verspreche Ihnen nichts, aber das halte ich auch. Ich bemühe mich täglich, Sie richtig zu regieren. Ich regiere nach meinen Möglichkeiten. Und manche Tage sogar darüber hinaus. Ich bin für Sie ein All-in-One-Paket. Ich regiere alle Themen durch. Schwarze, rote, grüne, ich habe sie alle drauf. Ich regiere mit beschränkter Haftung und mit beschränktem Personal. Ich komme direkt vom Deutschen Bundestag und wir haben uns da gerade noch mal so im kleinen Kreis getroffen
und haben mal so überlegt, was wir für sie erreicht haben seit der letzten Bundestagswahl. Und wir sind drauf gekommen, nix. Und jetzt müssen wir uns eben morgen noch mal zusammensetzen und überlegen, wie wir das für sie formulieren können, dass sich das nach einem großen Erfolg anhört. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal bei Ihnen bedanken für Ihre Stimme bei der letzten Bundestagswahl. Herzlichen Dank. Mit Ihrer Stimme haben Sie mir mal wieder die Möglichkeit gegeben, Dinge zu tun, die Sie mir normalerweise nicht erlauben würden. Ich habe wieder die GroKo gebildet und die hat sich jetzt zum GroKo ausgewachsen und die frisst sich jetzt gerade auf. Viele meinen ja, die Bundesrepublik hätte sich unter meiner Regentschaft zur Bananenrepublik verwandelt, nur weil ich aus dem Osten komme. Hahaha, ha, ha. Wir hatten im Osten gar keine Bananen. Ich habe die Bundesrepublik zum Eierland gemacht. Meine Damen und Herren, ich bin die Einzige im Kabinett, die Eier hat. Der Hahn kräht zwar, aber die Henne legt das Ei. Und ich versuche beim nächsten Bundesüberraschungsei, das ich für Sie lege, werde ich gucken, dass der Horst Seehofer zurückgeht nach Bayern. Und dann hole ich mir den Sebastian Schweinsteiger ins Kabinett. Dann, Moment. Dann hätte ich mal endlich einen im Kabinett, der gut aussieht und der mit mir in der zentralen Mitte kämpft und schwitzt. Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch noch bei Ihnen bedanken für Ihre Anpassungsfähigkeit. Herzlichen Dank. Ich werde mich weiterhin bemühen, Sie immer wieder mit neuen Ideen zu überraschen. Meine Damen und Herren, auf meine Worte können Sie bauen, wenn Sie vorher für einen guten Untergrund gesorgt haben. Dankeschön. Danke. Also jetzt haben Sie mal gesehen, wie das läuft mit diesem Merkel-Double da. Ja? Also im Prinzip, ich sag's gerade, wie es ist. Also wir regieren zu zweit. Also eine Woche Sie und eine Woche ich. Und ich kann auch schon alles, gell? Ich kann Sachen abnicken, durchwinken und ganz gut bin ich im Aussitzen. Gell? Ja, die kann wirklich so froh sein, dass sie mich hätte, gell? Seit sie mich hätte, sagt auch niemand mehr, boah, die sieht scheiße aus. Ja. Ja. Seit sie mich hätte, sagen die Leute nur noch, du, die hätte sich gemacht. Und ich sag Ihnen, was ich alles vertreten muss, das will ich jetzt heute Abend einfach mal sagen. Ich muss auch Joachim vertreten. Also bei Ihrem Mann. Ja, denken Sie mal, neulich ruft sie mich an und sagt sie, Marianne, kannst du den Joachim übernehmen fürs Wochenende? Ich bin halt dann sofort nach Berlin geflogen. Aber denken Sie mal, ich mit dem Herr Professor in der Berliner Wohnung, ganz allein, ich kann Ihnen sagen, da ist eine Stunde lang. Also ich habe halt dann gekocht, gell? Ich habe mir überlegt, habe ein Sauerbrot gemacht für ihn mit Spätzle. Ja? Und nach dem Essen, da habe ich gesagt, Joachim, habe ich gesagt, wir gehen in die Küche, wir trinken das Bier. Und wie mich das Bier serviert, das habe ich im Fernsehen gesehen. Ja, ich habe gesagt, Joachim, zieh den Tisch aus, mach ihn ganz lang.
Und dann habe ich mich auf den Tisch gelegt. Ich sage euch, ich habe mich gräkelt und ich habe mir das Bier da vorne in den Bauchnabel reinträufelt. Und ich sag's euch, das hat geschummet und der Kerli hat geschleckt. Der war sowas von begeistert. Ich sag's euch, und seither ruft mich immer wieder die Angela an und fragt, Marianne, was war das für ein Bier, was du mit dem Joachim... Sie ist noch nicht fertig. Und dann sage ich halt immer zu ihr, Angela, sage ich immer, Angela, ich habe dir eins kühl gestellt. Im Kühlschrank steht eins. Aber was ich ihr natürlich nicht sag, gell, wie ich das Bier serviert habe. Und das hoffe ich, das bleibt jetzt auch unser Geheimnis, gell? Honaro! Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Wahres und Klares. Ich bin euer Horst mit Hut. Warum mit Hut? Ganz einfach, die Haare werden lichter. Ein Mördergag, ich weiß, aber ihr müsst nicht gleich in Ekstase raten. Wie sagt der Andreas Schmidt, Obermessdiener und Gottvater der Mainzer Fasernacht? Warte doch mal, bis die Hemme komme. Und die habe ich dabei. Das ist, ja. Wunderbar, wunderbar. Jetzt beruhigt euch wieder, Singstunde haben wir montags und mittwochs. Ihr Lieben, lasst uns reden über mein persönliches Highlight 2019. Greta! Ja, nee, also wenn ihr nicht wollt, müssen wir nicht. Macht ja nichts. Dann lasst uns auch nicht länger mit leerem Geschwätz aufhalten, wir sind ja hier schließlich nicht im Bundestag. Was ich euch heute mitgebracht habe, ist das, was in einer ähnlichen Sendung, die von einem ähnlich gut aussehenden Typen präsentiert wird, kein Mensch haben wollte, der noch alle Latten am Zaun hat. Fangen wir an. Ein wunderbares Schild mit der Aufschrift, Liebchen, du siehst so aus, als könntest du lesen. Richtig, bitte nicht füttern. Ein Angebot aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Das hing noch bis vor kurzem an der Bürotür von Peter Altmaier. Ich kann euch nur raten, zuzugreifen. Die Bohnenbeitel sind ja scharf drauf. Die wollen das genau hier in der Mitte hinhängen. Hammer. So, was haben wir hier? Das hier ist der Original-Brautstrauß von unserer bundesdeutschen Erntedankkönigin Julia Klöckner, geborene Klöckner, verheiratete Klöckner. Ja, zugegeben, der ist schon was welk, das macht aber ja nichts. Die Braut war ja auch nicht mehr taufrisch, ne? Ja. Hammer! Ja. Julia Liebchen, nichts für ungut. Wir freuen uns doch, dass du endlich unter der Haube bist. Weil eins ist sicher, bei Bauersucht Frau hast du nicht den Hauch einer Chance gehabt. Hammer! Hab ich euch eine schon erzählt, was mein persönliches Highlight 2019 war? Greta! Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Naja, egal. So, wer hat eine Idee, was das sein könnte?
Ich sage euch, das will der Christian Lindner zu Geld machen, das ist die 5%-Hürde von der FDP. Überleg nicht zu lang, die SPD hat allergrößtes Interesse. Ja, ihr lacht. Für die FDP reicht das Ding schon, um für einen Tag Ministerpräsident zu werden. Ja, das ist die reinste Zauberhürde. Dann nimmt in Thüringen ein liberaler Plattkopf Anlauf von ganz rechts außen und in Berlin fällt die CDU-Chefin auf die Schnauze. Also, so was. Ein Originalstimmzettel von DSDS. Deutschland sucht den Super-Sozi. Sage und schreibe 17 Vorsitzende seit 1945. Und ich sage euch eins, mit der SPD werden wir noch viel Spaß haben. Aktuell 420.000 Mitglieder. Und so wie das im Moment aussieht, kommen die alle mal dran. Hammer. Das Malo war ganz gerührt, weil man die Zwischenlösung nach ihr benannt hatte. Die Dreierspitze. Jod hat sie sich gesagt, 6 Monate SPD-Vorsitzende auf 450-Euro-Basis, das Geld nehme ich mit. Ne? Ja. Aber jetzt haben wir das schillerndste Traumpaar seit Babisch und Strubbelig. Nobby, Walter Borjans und Saskia Esken, das unbekannte Wesen. Also stand gestern. Marie-Louise Engelchen, bei euch ist niemand zurückgetreten. Niemand auf den Brüsseler Ehrenfriedhof abgeschoben? Nee, wunderbar. Prima. Pass auf, Julia Liebchen, gilt auch für dich. Tut mir einen Gefallen. Bis Aschermittwoch macht er das, was er am besten könnt. Nur gucken, nichts anfassen. Dankeschön. Hammer. Wollen wir sehen, was ich angezogen habe, weihnachtlich? Passen wir auf, dass ihr ja wisst, was ich meine, ne? Könnt ihr so irgendwas sagen? Dann ich so eine Bommelmützelchen aufgezogen, ne? Und so was Schönes so drumherum. Sieht aus wie Sandmännchen, gell? So bin ich vorne, bin ich auch gefroht worden, ob ich auch mal der Weihnachtsmann wird. So. Ja, kann ich machen. Kein Problem. Jetzt habe ich mir an dem Black Friday ein Nikolaus-Navi geholt. Wenn ich gewusst hätte, was mich dort erwartet, wenn ich das Ding anschalte, hätte ich das Sinn gelassen. Ich angeschaltet, bitte wählen Sie eine Route. Bitte wählen Sie eine Route. Ach so, jo. Halten Sie sich links, ja. Halten Sie sich rechts. Ja. Bitte wenden. Ja. Bitte wenden. Ja. Bitte wenden. Mach ich doch. Meine Güte. Bitte folgen Sie der Route. Die hatte ich doch gerade fortgeschmissen. Bitte folgen Sie der Route. Ja. Bitte. Sie haben die Route abgebrochen. Ja. Fang das wieder an. Bitte wählen Sie eine neue Route.
Bitte wählen Sie eine neue Route. Ja! Sie haben die kürzeste Route gewählt. Halt ich das Ding doch. Ach komm, ich fände das auch so. Dann bin ich losgefahren. Plötzlich fängt das Ding wieder an. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Dann bin ich ausgestiegen. Jetzt wollte ich das mal so machen wie in Amerika. Die kommen durch den Schornstein runter, ne? Geguckt, wie kam ich das Haus hier hoch? Dann auf die Mülleimer drauf. Die Mauer hoch. Dann war so eine Dachrinne, so, ne? Runtergang am Haus. Nebendran presst die Fensterbänke. Ich dann hoch. Jetzt hab ich nur bei dem letzten Fenster die Katzen gesehen. Ich die Dachrin. Da runter geschnackt. Dann hatte ich mit der Stelle auf die Katze geschmissen. Ich dann wieder hoch. An der Dachrinne gehunkt. Mich auf das Dach gezogen. An den Schornsteingang so reingekrabbelt und dann ganz langsam runter, abgerutscht. Wieder runter gesaust, ohne Ankommen. Die Aschewolke hoch. Dann wollte ich mal gucken, was mich erwartet, wenn ich jetzt so aus dem Schornstein rauskomme. Eine Frau wie von Da Vinci gemalt auf der Couch, so mit blonden, lockigen Haaren. Ich bin ganz in Trance gewesen. So geträumt, wie wenn ich auf die zurenne und mit unseren 5 Kindern, wo wir haben, Blödsinn mache. Jetzt war ich wieder in der Realität und in einem Gewissenskonflikt. Wenn ich jetzt das mache, was ich jetzt gern machen würde, komme ich nicht in den Himmel. Mache ich aber nicht, was ich machen würde, komme ich denn schon schnell an mir hoch. Stopp, nein, das machen wir nicht, nein, stopp, nein. Das machen wir bei mir anders. Da schlafen doch die Fies immer dem langweiligen Gebell. Wir machen, who let the dogs out? Yeah! Ja. Da kommt doch viel besser die Stimmung auf ihn. Naja, auf jeden Fall, das ist alles wieder schief gelaufen. Jetzt habe ich so auf so Plattformen geguckt, habe ein Date gehabt mit dem Mann. So, jetzt haben wir noch gegenüber geguckt und habe ich gesagt, du, wie alt bist denn du? Oh. Weißt denn du das nicht, dass man das eine Frau nicht freut? Nee, dann freue ich dich halt was anderes, wie viel Wieschen. Dann hat sie gesagt, ich bin 38. Ja.
Trotzdem habe ich es gepackt, dass wir noch zu dir hinkommen sind. Haben so schöne harmonische Musik gehört. Jetzt ist sie aufgestanden, ins Schlafzimmer, ausgezogen, Licht ausgemacht. Jo, dann bin ich gefahren. Ja. Schon gedenkt, die ist mir, die will ins Bett. Ja. Nicht der nix. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich so gedacht, jetzt muss ich dich einmal gut anziehen. Ne? Und ich so, mach dir schon was her. Jetzt war ich so beim Klamotten August, C&A da. Ja. Geguckt, was da so hängt, da nix, nix. Ich wollte zu einer Schneiderei Geld investieren, dass ich so einen schönen Anzug da kriege. Wie der fertig war, hat er mich angerufen, ich war dort, das Ding angezogen. Der ist doch viel zu kurz. Guck, du musst den Arm so hoch machen, ein bisschen nur hin, dann passt. Stimmt. Ja, weil du ja auch. Dann musst du so nur hin und noch ein bisschen einen Buckel machen. Ich so, passt. Ja, aber die Hosse, die sind doch da auch viel zu kurz. Ah, das müsste ich jetzt anwinkeln, so ein bisschen nur hin und das noch ziehen. Dann passt. Hey, das stimmt. Dann bin ich so aus dem Schneidergeschäft raus. Hey, jetzt kriege ich die Frau reiheweise. Jetzt waren nur zwei Damen auf der Bank, dann habe ich gehört, wie die gesagt hat, ach Gott, guck dir doch den armen Kerl mal an. Der hat es auch nicht leicht mit seiner Behinderung. Na, die Anna gesagt, aber guter Schneider hat er. Hey. Das ist der neueste Schrei. Und wann's der größte Blödsinn ist, da sind wir gern dabei. Nix passiert. Nix passiert. Ich lebe noch. Es ist mein neuer Rollator. Ja, ich hatte auch eine richtige elektrische gehabt. So ein E-Schroter. Ja, der Bub hat erzählt, das wäre jetzt in Berlin der neueste Schrei oder der letzte Schrei, sowas hat er gesagt. Und jo, wie ich stand da unten an der Baustelle, plötzlich auf dem Boden gelegen mit dem Ding, da habe ich gewusst, was er mit dem letzten Schrei gemeint hat. Aua, jetzt hat ich so aus dem Mund geblutet, dass er mich gleich zum Zahnarzt gebracht habe. Und der hat gesagt, oh, das ist ja abgebrochen, der Zahn muss raus. Ihr Leid, ich war so verschrocken. Das ging mir alles zu schnell. Ich habe zu dem gesagt, ja, Moment mal, brauchen Sie nicht erst einmal den Namen? Wissen Sie, was der da sagt? Ah jo, wie heißt dann der Zahn? Der war sowieso spassig. Also nicht der Zahn, der Arzt. Der hat mir dann eine Spritz gegeben und mit Emo habe ich schon richtig Angst gekriegt. Und da habe ich gesagt, oh Herr Doktor, ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, Kinder kriegen oder Zahn ziehen. Wissen Sie, was der da gesagt hat? Da müssen Sie sich aber entscheiden, ich müsste den Stuhl anders instellen. Ja, aber so Elektroschoter, das ist gar nicht so, so gut für den Umweltschutz. Ich habe nämlich die Tochter von der Hannelore getroffen, die geht immer mit bei den Kindern, wo freitags die Zukunft sind. Nee, Quatsch. Geh das Klima demonstrieren, so. Und die hat gesagt, allein bis so ein Roller, so ein E-Schoter da hergestellt ist und dann auch die Batterie, da ging mehr Gift in die Luft wie von 1000 Kuhferz zusammen. Und da habe ich gesagt, höre mal zu, Loredana. Ein Reh, eine Kuh und ein Pferd, die fressen all Gras. Ja, und für was macht das Reh kleine Kuchele, das Pferd Äppel und die Kuh Flade?
da hat's blöd geguckt. Und da habe ich's ergebt, da habe ich gesagt, hör mal, wie willst dann du über die Umwelt mitschwätzen, wenn du schon beim Thema Scheiße überfordert bist? Da haben wir gut recht. Uiuiui, es war ein Späßchen. Ich meine, die Kinder haben schon recht mit ihrer ganzen Sache. Es ist doch so, egal ob's Dreck macht, stinkt und giftig ist, mir kaufe heute jeden. Das hat man jetzt, das braucht man jetzt, das ist der neueste Schrei. Und wann's der größte Blödsinn ist, da sind wir gern dabei. Das kennt ihr echt schon mal, merke, das kommt jetzt öfters. Damit jetzt das Obst nicht die Umwelt belastet, gibt es jetzt auch Sachen zu kaufen, ich weiß nicht, ob ihr es schon habt, aus Plastik. Eine Bananenschale. Also eine Bananenschale, also ob man jetzt die Bananen mit der Bananenschale in die Bananenschale machen soll, weiß ich nicht, oder ohne Bananenschale. Blöd ist es, weil eine Banane hat ja schon eine Bananenschale, da braucht man sie nicht mit der Bananenschale in so eine Bananenschale zu machen. Aber es erinnert mich an die Kindheit, wo wir immer gesagt haben, warum ist die Banane krumm? Und dann war die Antwort, wenn sie nämlich gerade wäre, wäre sie keine Banane mehr. Aber jetzt wissen wir, warum sie krumm ist, damit sie in die Do-Bananenschale nicht passt. Also wirklich, hat die Sache auch keinen Zweck, mir kaufe heute jeden. Das hat man jetzt, das braucht man jetzt, das ist der neueste Schrei. Und wenn's der größte Blödsinn ist, da sind wir gern dabei. Ich hab's immer schon gesagt, dieser sogenannte tschechische Fortschritt, der ist gar nicht so fortschrittlich, wie wir immer machen. Das hat angefangen mit den mobilen Telefonen. Nicht, dann hat man auf einmal, gut, ich meine, wenn's klingelt, suchst du im ganzen Haus. Da bleibst du auch mobil. Aber da sind mir Dinger passiert. Ich will's Erika anrufen, wähle die Nummer. Mit einmal laute Stimme im Wohnzimmer, ich bin zu tot verschrock. War der Fernseher angesprungen? Da hatte ich auf die Fernbedienung gewählt. Ja, das Zeug sieht ja auch alles gleich aus. Anamols habe ich aufgepasst, wähle Erika seine Nummer, melde mich vorschriftsgemäß mit ich bin's. Ja, das kann man ja machen, wenn's Erika ist. Und er sagt das, wer ist ich? Ich sag, Herr Mo, ich wollte jetzt keine hochtrabende Gespräche führen, wer ist ich? Ich wollte da was erzählen. Nee, ich sollte erst mal sagen, wer ich bin. Ich sag, Herr Mo, sag doch du, wer du bist. Nee, sag, ich hätte ja angerufen. Genau, du bist doch ans Telefon gegangen, du musst doch sagen. Was soll ich sagen? Wir haben eine halbe Stunde hin und her disputiert, bis wir gemerkt haben, wir kennen uns gar nicht. Wir haben noch nicht mal Enz gekannt, wo wenigstens Enz von uns gekannt hätte. Und da verdient nur die Telekom. Und das ist es, was ich meine mit der Geldmacherei. Wir zahlen einen hohen Preis und oftmals ist es doch nichts wie... Das hat man jetzt, das kauft man jetzt, das ist der neueste Schrei. Und wenn's der größte Blödsinn ist, da sind wir gern dabei. Und dort dran verdient die Telekom genau wie an den langen Namen. Ich weiß nicht, ob man wisse, was ich meine. Ein Beispiel, ich musste anrufen wegen der Mülltonne in Saarbrücken. Da meldet sich eins, ich habe es ja echt auswendig gelernt. Landeshauptstadt Saarbrücken, Amt für Umweltschutz und Straßenreinigung, Veronika Kleinschmidt-Bauer, guten Tag, was kann ich bitte für Sie tun?
Ich hatte nur Huhn verstanden. Und war so blöd und sag, wie bitte? Hat das denn eine ganze Salomon wiederholt? Nicht Landeshauptstadt Saarbrücken, Amt für Umweltschutz und Straßenreinigung, Veronika Kleinschmidt, Bauer und dann noch mit Doppelname. Da verdient die Telekom. Und davon zahle die ihr Dezifix, wenn sie mich fragen. Also, wenn Dimo bei mir anruft, dann melde ich mich aber auch mit Dippelabbes, Bohnensuppe und Quetschekuchen, Kischli, Kittelschürze der Nation, das kann ich für sie backen. Kannst du mal gucken. Naja, man kann ja heutzutage froh sein, wenn sie sich überhaupt melden. Da weiß ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht erzählen. Wie viel Uhr ist es dann? Ja, ich weiß nicht. Naja, gut, ich kann sowieso nicht so schnell hemmen, weil das hängt auch damit zusammen. Ich erkläre es. Moment, ich muss dann das mal auf Seite stellen, damit ihr das verstehen tun, was ich meine. Ich habe im Moment einer, der ruft an und da hörst du nichts. Also schon. Man hört so atmen. Also für die Leute aus Nordrhein-Westfalen atmen. Und dann hat es Erika gesagt, ich soll mir ein Trillerpfeif neben ans Telefon legen und wann der nochmal anruft, ganz laut fest blose. Haben Sie was getrunken? Das ist nicht spassig. Jedenfalls, die hat gemeint, dann der nicht mehr anrufe. Jetzt machen Sie das mal mit einem mobilen Telefon. Ich kann ja nicht im ganzen Haus Trillerpfeife auslehen. Geht ja ins Geld. Jetzt habe ich wie den blöden Kerl die Trillerpfeife oben auf der Garderobe. Und das Telefon, das muss ich jetzt immer brav, nach jedem Telefonat im Flur aufs Garderobe schenken. Da ist das. Ständersche do, was sagt man dann do? Wie sagt man denn do für das Ständersche do? Das Stadion oder was? Station, genau, da muss ich's. So, jetzt ruft er heute Nachmittag an, ich geh dran, höre es atme. Greife nur der Peif, fallt die Arona, tuppt noch einmal auf dem Bottom auf und springt dann unter das Schenkel bis hinne wieder an die Wand. Da han ich mich schon ganz tief runterbicke, so. Naja, ich. Ich merke, ich brauch's nicht zu Ende. Ich merke, ich brauch's nicht zu Ende zu erzählen. Vielleicht eins noch, zum ersten Mal hat er geschwitzt. Wissen Sie, was er gesagt hat? Danke.
Hallo Leute, alles klar? Bin ich Murat wieder da? Und ich muss euch heute erzählen, wie ich mich durch das Leben quäle. Leute, mach mal nicht so krachen. Murat muss jetzt Werbung machen. Murat Döner gut gelingen, mit Fleisch aus frisch Lyoner Ringe, dazu mit Maggi in der Soße, dem gibt viel Kraft für Herz und Hose. Ich, Murat, lade euch heute ein, in Zukunft Türkenfreund zu sein. Aber ich glaube, den Deutschen können Türken immer noch nicht leiden. Den sagen, alle Türken sind Heiden. Und sagen, der höchste Feiertag von Türken ist momentan Sperrmüllabfuhr und Ramadan. Und Deutsche machen immer die Türke schlecht. Ich finde dem so ungerecht. Immer alle Deutsche lachen, wenn dem Witze über Türke machen. Wisst ihr, wie heißt Lieblingsschokolade von Türke ohne Stuss? Ist Milka Kümmel Knoblauch Nuss. Und wie sagen du zu türkische Frau mit Holzbein nochmal? Ist doch leicht. Eiche rustikal. Und ohne Scheiß, immer wenn ich bin mit Auto auf Fahrt, liegt vielleicht auch an meinem Oberlippenbart, immer Polizei Blaulicht anschalte, immer Murat wird angehalten. Komme ich auf dem Weg hierher in Verkehrskontrolle, sagt der Polizist, hey, Sie sind doch schon volle. Sag ich zum Polizist, du mich gewunken, aber Murat ich nichts Alkohol getrunken. Okay, machen wir einen kleinen Test, stellt der Polizist dann fest. Stellen Sie sich vor, Sie fahren im Dunkeln, da kommen zwei Lichter entgegen, die funkeln. Sag ich, das ist ein Auto, ist doch klar. Aber der Bulle nicht zufrieden war. Auto ist zwar ganz okay, aber sagen Sie, war ein Mercedes, ein Opel oder ein BMW? Ja, Sie sind bestimmt alkoholisiert, sonst hätten Sie die Lösung kapiert. Oh nee, hat der Murat gebracht in die Rage. Hab ich gesagt, stell mir noch eine Frage. Gut, sagt er. Stellen Sie sich vor, Sie fahren im Dunkeln, kommt Ihnen entgegen ein Licht mit Funkeln. Murat, ich sage, ist doch ein Motorrad, ist doch klar. Aber der Bulle wieder nicht zufrieden war. Ne? Antwort war fast richtig schon, aber war Honda, war Suzuki oder Harley Davidson. Hat er noch einmal bei mir probiert und sagt, Sie sind alkoholisiert. Da wurde ich sauer, hatte ich keine Ruhe, sage ich, ey Wachtmeister, hörst du mir zu? Bevor mir hier geht an die Krage, stelle ich dir eine Gegenfrage. Da steht eine Frau am Straßenrand, hat kleines Täschchen in der Hand, hat Minirock und Strapse an, sagst du mir eine Lösung, Mann. Polizist überlege und gleich kapierte, sagt, ja, ist ein Prostituierte. Sag ich, ja, aber sagst du mir genau, ist deine Mutter, ist deine Tochter oder ist deine Frau? Ihr Deutsche, ihr schwätzt immer nur von Integrieren. Ihr müsst selber mal den Einbürgerungstest probieren. Dann habt ihr ganz, ganz schnell die Faxen. Sag du mir mal, was ist Hauptstadt von Sachsen? Saarbrücken. Und wer sich Deutscher ist und wer sich auskennt, der sagt mir bitte, wer war erster Bundespräsident? Theodor Heuss. Dem war gut. Das hab ich nicht gerechnet. Aber ihr merkt, die Fragen sind selbst für Deutsche scheiße. Sag du mir, wie Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern heiße? Berlin. Oh. Weißt du was? Ey, sag ich ohne Witze, ne? Habe die da hinten intellektuelle Ausschusssitze. Ja, ist Mist, wenn man im Ausschuss sitzt und gleich dann merkt, dass man Ausschuss ist. Ja. Aber das sind nur drei Fragen von 300 von dem Test. Aber Murat jetzt eine Fragerei lässt. Ich will mich doch nur bei euch integrieren. Ich will nicht, dass ich euch blamiere. Aber der Elberath hat den Einbürgerungstest fast nicht gerafft. Reicht nur für Pelzer Staatsbürgerschaft. Seit ich in Deutschland mache mich breit, fühle ich die Fremdenfeindlichkeit. Deutsche wollen Ausländer nicht gerne, wollen dem lieber sehen aus der Ferne.
Wenn Deutsche sprechen, in fast jeder Zeile hörst du immer Vorurteile. Deutsche sagen, Türken stinken. Holländer kiffen, Russen nur Wodka trinken. Franzosen sind arrogant, Polen klauen. Italiener machen nur Amore, können aber keine Autos bauen. Schweizer sind langsam, Amis sind fett. Flüchtlinge aus Syrien liegen den ganzen Tag faul in dem Bett. Chinesen, die Deutsche die Ideen stehlen und Araber machen lieber mit ihren Kamele. Inder den ganzen Tag auf Schalmei rumleiern. Brasilianer sind den ganzen Tag nur am Feiern, Spanier sind faul, machen immer nur Siesta und Engländer sind den ganzen Tag nur am Lästern. Und die Griechen haben Probleme mit ihrer Bilanz und Schwarze haben eine lange Nachtschicht bei McDonald's. Aber ihr Deutsche, ihr macht die größte Skandale. Zieht Tennissocke an und dann noch Sandale. Ihr blockiert mit Badetücher die Liga am Pool. Immer nur Schaffe, immer nur Stress, bleibt doch mal cool. Und ihr habt zu lange Wörter. Mutter sich immer verschwätze beim Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetze. Und ihr wählt die AfD. Das ich Murat nicht verstehe. Bei uns hat man die Vorhaut, bei euch ein Stück Gehirn entfernt. Habt ihr aus Geschichte nicht gelernt? Murat. Murat kann Deutsche wirklich gut leiden. Würde gern in Deutschland bleiben. Gegen die Super. Murat fühle sich wohl, ohne Mist. Aber Murat wisse nicht, ob der willkommen hier ist. Weil auch in Saarland hier, ich sehe, 33.000 Leute haben gewählt der AfD. Das sind die, die wollen mehr Ausländerkontrolle. Die, die Allerheiligen abschaffen wollen. Ihr wollt Burkas verbieten. Geh fort. Aber hey, seht das Ganze doch mal als Sport. Mit Burka ist wie mit Überraschungsei. Und jede siebte Burka ist eine schöne Frau dabei. An AfD-Wähler von ganzem Land an der Saar. Jetzt kommt Lebensweisheit von Murat, ganz klar. Wenn ihr erlebe nur noch Mist, also wenn alles scheiße ist, wenn ihr nichts mehr habe, Geduld, weil Ausländer sind an allem schuld, wenn immer mehr Flüchtlinge kommen wollen und deine Arbeit und deine Frau sich holen wollen, habt ihr im Leben gar kein Glück und wollt euch aufhängen mit einem Strick, und ihr guckt in Amazon nach der Stricke, dann verrat euch Mutter zum Schluss eine Tricke. Wisst ihr nicht, ist der Strick eine gute oder eine schlechte? Die, wo keine Bewertungen haben, das sind die Beste. Alle, hopp! Sind ihr noch fit, ihr Schätzchen? Ja. Jo. Ach, ich wollte ja eigentlich mit Trinken aufhören. Ich bin noch am Schwanken. Aber ich habe immer eine Notfallration dabei. Na, ihr goldische Taube. Eierlikör. Mein Lieblingsgetränk. Oleg, der hat ja mehr Prozent wie die SPD. Und er hat mehr Eier. Entschuldigung, Anke. Ja. Oh, danke, mein Schätzchen. Hast aber nicht gut eingeschenkt. Jo, weißt du, eigentlich, wenn man richtig gut besoffen ist, wenn man auf dem Klo huckt und versucht, sich anzuschnallen.
Wir treffen uns draußen an der Bar, ne? Alles klar, ja. Hier ist Ihr Leib, war das ein Joa, ne? Und was steht uns alles noch bevor, ne? Es ging schon bei uns an Weihnachten an, die Puferls ist achtmal zu uns gekommen. Beim neunten Mal haben wir sie dann drin gelassen. Und Silvester, sind auch gut ins neue Jahr gekommen? Jo, ich nicht. Ja. Wir hatten eine Silvesterparty nach dem Motto, jeder bringt was mit. Man hatte 28 Kilo Senf und kein Wäsche. Doch wahnsinnig, ne? Was wird das alles nur, ne? Der Klimawandel, ne? Aber ich fahre mal demnächst mit der Greta Thunberg durch nach Berlin und sei der umweltfreundlichste Flughafen. Attacke! Nee, der Klimawandel ist inzwischen auch bei uns daheim angekommen, ne? Im Schlafzimmer nur noch Smog, ne? Dicke Luft und kein Verkehr. Ich liebe dieses Lied wegen seines intelligenten Textes. Ne? Jo, ne, es ist wirklich. Sind Franzosen heute oben da? Boah, ich grüße euch, meine Freunde. Ja, sie sind immer noch am Streiken. Ne? Die Müllmänner streiken, die Piloten, die Prostituierten. Was so alles stehen bleibt. Jo, ne, das ist Donald Trump, ne, hat er mich angerufen, hat er gesagt, wir haben jetzt eine völlig neue Mission, wir fliehen zur Sonne. Hab ich gesagt, sag mal, hast du sie nicht mehr, Alter, ist es doch viel zu heiß. Hat er gesagt, ne, das haben wir alles berechnet, wir fliehen hier nachts. Ich gaga, ne? So, jetzt rufe ich mal noch die Polizei an. Hallo, ist dat die Polizei? Elfriede Grimmel wie dich, ja. Mein Otto ist verschwunden. Seit 14 Tagen. Och, ich habe bisher noch nicht vermisst, ne? Ob er besondere körperliche Merkmale hat? Nee, die kriegt er erst, wenn er nicht mehr heimkommt, ne? Okay, sie melden sich dann. Jo, danke, tschüss. Ja. Mein Otto, 14 Tage verschwunden, das glaubt man ja nicht, ne? Hat er sich bei Amazon, bevor er verschwunden ist, hat er sich ein Buch bestellt. Wie werde ich der Herr im Haus? Das ist ja amüsant, ne? Zwei Tage später hat er gesagt, komm mal her, Fräuleinchen. Ich muss da mal eins sagen, ab sofort wird nur noch gekocht, was ich sah, ne? Und abends im Fernsehen wird nur noch das geguckt, was ich will, ne? Und weißt du, wer mich morgen früh wäscht und neu einkleidet, habe ich gesagt, ich vermute mal ein Mitarbeiter vom Bestattungsinstitut, ne? Harik. So, jetzt rufe ich mal noch die Queen an. Was gibt's denn da so lache? Ich habe halt nur mal die Kontakte. Elisabeth, guten Abend. Hello, bist noch wach? Ja, ich sag mal, das ist ja ein Ding da, ne? Ich habe es in der Zeit, Harry und Meghan, man ist ja der nämlich geschwätzt.
wollen die auf Teilzeit gehen. Hä? Und ich fand das so schön, wie der Charles da das Mecken da in der Kirche da an der Altar geführt hat. Jo, es hätte nur noch gefehlt, dass es Camilla die Kutsch gezogen hätte, ne? Okay, 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 mein Dia. Okay, mein gutes Dia. Yes, good evening, Senkfuß, yes. Ich rufe dann meine mal an. Ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Es sagt ja immer zu mir, Elfriede, ich kann dich saugut leiden, aber a Lady wirst du nie. Ich bin so hungrig für Brigitte Diät. Komm bei der Queen, fast always too late. Hab ich in der Fettnapf. Tut's mir nicht leid. Ich glaube, Lady wär ich nie. Ich lauf auf Partys immer gleich in. Trink lieber mein Schnäpschen als Whisky und Gin. Dann gehe die Pufferlze an die Partie. Ich glaube, Lady wär ich nie. Ich sah nach immer, es ist, wie es ist. Bin eine ehrliche Haut, an die Frechnis. Will nix vom Leben und leid irgendwie. Ich glaube, Lady kenn ich nie. Oh Mann und Aussache. Da krieg ich die Flemm. Ich wamsch viel lieber mei Leona daheim. Ich tunk mei Flitscher gär in die Brie. Ich glaube, Lady kenn ich nie. Gibt's was zu lachen? Ja, da bin ich dabei. Ist mir zum Heile, schlan ich alles zu frei. Ich will vom Leben nur immer das eine. Bin wie der Wind, es kommt, wie's kommt. Bin gleich auf 100, steh immer 100 am. Ich bin kein Lady, wär nie a Lady. Ich glaub, es Elfriede. Es Elfriede ist a Schlamp. Ja. Jawohl. Das geht ja länger wie mein Text. Han ich die Woche geübt, danke, ihr Schätzer. Han ich die Woche geübt, positiv denke. Immer positiv denke, ihr Schätzer. Ich sah immer, ein Schneck im Salat ist besser wie ein Truthahn auf dem Kopf. So, und zum Abschluss, wenn ihr dann heute Nacht Richtung heimwärts torkele tun, kenne ich euch noch ein letzter, allerletzter Nachtgedanke für mit auf der Hemweg. Das Leben ist ein Lumpetier, es werft dich aus dem Sattel, es setzt dir hin ein Geschwier, so wie ein fauli Dattel. Es lauft allein die Bergen auf, bleibt stehen und wart auf dich. Kaum huckst du wieder auf den Truff und freisch dich königlich, fliehst du runter im Galopp. Weil sich das Leben eben dreht, huckst du im Grabe, haltst dein Kopf und tust da selber leh. Drum nimm die feste Wiese Falle, du und Wamsche, Süffele, singe. Die andere Leid, die können uns alle, Götz von Ferdi singe. Vielen Dank, ihr goldische Sabrika Schätzja. Dankeschön.
Karneval, mach das Herz mir warm. Badisch fällt sich Karneval, du bist einfach schön. Badisch fällt sich Karneval, mein Keuner.